Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Behind the Lyrics Podcast, aka wer hier nicht auspackt, kann gleich wieder einpacken. Auf die Gefahr hin, dass euch gleich eine Krokodilsträne im Knopfloch steckt, dies ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Oh, ich weiß. Aber dafür lassen wir es heute nochmal so richtig krachen. Ich habe mir die Sängerin der geilsten Partyband Berlins eingeladen und wir sprechen passend zur letzten Folge über ihren Song Feierabend. Bei wem jetzt schon ohne ein Schlückchen Pfeffi die Lampen angehen, congratulations. Für alle anderen, bitte setzt euch in Bewegung und folgt mir in das Wochenendhaus in der Fickt euch Allee und begrüßt herzlichst mit mir Jen Bender von Großstadtgeflüster. Hallo. Super spitz, dass du da bist, Jen. Ich freue mich. Jen, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich hier einen Swimmingpool reinstelle, sodass wir so eine kleine sexy Poolparty hätten feiern können. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden und für uns beide ein bisschen Berliner Luft zum Atmen mitgebracht. Sehr vorbildlich, dass es auch Berliner Luft und kein Pfeffi ist. Ne? Ja, die Entscheidung fiel mir sehr leicht. Ja. Ich meine, ich kenne euch Nasen doch. Ja, ja, das eine ist halt wie Odolen, das andere wie Listerine. Listerine. So, ne? Das Schöne ist, genau, wenn man kotzt, dann hat man auch direkt nachgespült. Mm. So. Ja. Ja, das ist wunderbar, dass wir gleich direkt zum Thema kommen. Ich habe gedacht, wir trinken jetzt gleich schon mal die erste Runde, weil es ist ja Feierabend. Yay, Mann, was für eine Überleitung. Nicht schlecht. So, schraub. Das machen wir auch mit Sounddesign, weil die Leute sehen uns ja nicht. Warte, hier, hört ihr? Schraubverschluss. Schraub. Klonk. Wir sitzen ja hier in Weichen. Ich teile den mal ein, ne? Auf jeden Fall. Ich sag's mal so, war noch nie mein Lieblingsgetränk. Aber dafür können wir nachher noch knutschen. Yay. Und das ist doch was. Deswegen bin ich hier. Also, ich glaube ja, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass alle eure Songs für mich so eine Art Hymnen sind, weil die mich auch immer in meiner Gefühlslage abholen. Zum Beispiel, als Feierabend rauskam, hatte ich gerade das Gefühl, ich könnte eigentlich morgens nach dem Aufstehen direkt Feierabend haben. So stressig war bei mir jetzt gerade alles. Und ich habe den Song natürlich oft gepumpt, weil ich das hart gut fand. Und die obligatorische erste Frage ist natürlich, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo die Idee für den Song kam oder dir irgendwie eine Zeile dazu kam oder euch eine Zeile dazu kam? How was it? Do you remember? Wow. Ja, ey, krass. Tatsächlich in dem Fall schon. Also den Tag und die Uhrzeit weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber es war auf der Skalitzer Straße. Und da, ja, wirklich. Und es war auf dem Nachhauseweg. In der 30er-Zone. Höchstwahrscheinlich. Und das war auf dem Nachhauseweg von weiß ich nicht mehr was. Und der Raphael hat nur den leuchtenden Glühbirnenfinger in die Luft gehalten. Und meinte, hey, ich hab's! Ich hab ein Thema. Und ich so, okay, geil, was kommt denn jetzt so? Es wird bestimmt super. Ja, es wird bestimmt richtig gut. Und dann meinte er, ey, wir müssen einen Song über einen Feierabend schreiben. Ja, geil. So, dicker, Alter, jetzt ist Feierabend. Zack, da war's. Zack, da war's. Genau, das hat dann noch ein halbes Jahr gedauert, bis wir es gemacht haben. Aber die Idee ist in Kreuzberg geboren. Im tiefsten Kreuzberg und der längsten 30er-Zone der Welt fährst du da immer 30, ich fahre da ja nie 30. Nee, wir haben zufällig auch auf unserem Album, was wir am 16.08.2019 veröffentlichen, dieses Datum werden wir heute noch öfter droppen. Ja, ja, ja. Ich bin ja jetzt Profi, habe ich gehört, deswegen baller ich jetzt das Datum einfach immer wieder. Haben wir auch einen Song über die Skalitzer Straße, der zufälligerweise auch Skalitzer Straße heißt. Ich glaube, da wird ganz das Fahrverhalten und unsere Inklusion auch ein bisschen erklärt. Ah ja, krass, die Skalitzer Straße. Okay, und dann hat es noch ein halbes Jahr gedauert, bis ihr den dann tatsächlich geschrieben habt. Und war das dann, saß ihr dann ganz diszipliniert morgens um 10, direkt nach dem Frühstück im Studio und habt die Zeilen nacheinander zusammengeschustert? Ja, nee, natürlich nicht. Wir saßen um 7 nach dem Joggen im Studio. Und dann so, Entschuldigung, bitte. Konnte ich das nur? Das tut mir sehr leid. Ja, nee, unsere, also die Songs für die Band, ja, entstehen selten vor 20 Uhr. Mhm. Das ist ja immer noch unsere Hobbyband. Das versuchen wir ja verzweifelt beizubehalten. Weil so viel Erfolg schwierig natürlich.
Okay, also selten vor 20 Uhr. Das heißt, ihr hattet tatsächlich wahrscheinlich in dem Moment dann auch einfach Feierabend. Ja. Das ist ja, also mir gelingt das ja immer viel besser, Lyrics zu schreiben, wenn ich auch tief im Gefühl bin. Mhm. Deswegen sind wahrscheinlich die Lyrics auch so gut geworden. Ja, das ist ja, die schreiben ja auch immer sehr gefühlige, gefühlvolle Lyrics und sind dann auch immer ganz tief in diesen Gefühlen drin. So auch bei diesem, ja, richtig. Auch bei diesem. Ich finde ja tatsächlich, dass eure Lyrics mit sehr viel Leidenschaft geschrieben werden. Und auch für mich sind die auch, die, ich finde die sehr poetisch auch. Oh, das ist lieb. Das ist schön, dass du das auch findest. Findest du das auch? Ja, ich finde das auch. Ja. Ja, also manchmal klopfe ich mir selbst auf die Schulter und denke so richtig geil, vielleicht findet das ja jemand anders auch. Nee, ohne Scheiß. Und das ist nämlich auch eine Frage von mir. Wer schreibt denn bei euch die Texte und wie viel von einem Großstadtgeflüster-Song macht für dich der Text aus? Okay, also erste Frage beantworte ich, das sind Raphael und ich tatsächlich. Ja. Das ist meistens kommt von einem von uns ein Aufschlag. Und der andere... So wie beim Tennis? Genau, und dann gibt's Ping-Pong. Also eher so kleines Tennis bei uns. Eher so Tischtennis. Ja, genau. ja, je nachdem, wo man dann irgendwie steht, irgendwie Strophe, Refrain, im Bestfall hat man schon irgendwas. Aber das ist selten so, also dass entweder ein Song entsteht bei uns in 5 Minuten und dann ist er fertig. Ja. Oder so ein Ding zieht sich über Ewigkeiten hin, weil dann sitzt man hier mal irgendwie zusammen und dann macht man ein bisschen was und eine Woche später guckt man nochmal drauf und denkt, oh Gott, warst du high, Alter. Ja, und dann sagt man, perfekt, das muss man wieder weitermachen. Ne? Und also das ist tatsächlich, wir verabreden uns nicht zum Songschreiben. So, das ist ja oft so gerade bei Proberaumbands, dass also Leute, die richtig Instrumente spielen und richtig Musik machen, dass die sich dann ja auch entsprechend verabreden und entsprechend vorbereitet sind. So, und dann sagt der Basser, hey, guck mal, ich habe einen Riff. Und dann sagt der Gitarrist, so, ah, cool, ich hatte auch schon mal eine Idee und die passt dazu. Und dann gibt es einen Sänger, eine Sängerin. Oh, das war jetzt mega Gender-Scheiße von mir gerade. Ich meine natürlich die Bassistin und den Gitarristen. Die Gitarristin. Das ist der Pfeffi, also die Berliner Luft. Oder die Weißweinschorle. Ja. Wir machen Kost. Also die Gitarristin und die Bassistin haben ganz tolle Ideen und dann kommt die Sängerin und sagt so, okay, dann ziehe ich mich jetzt mal zurück und schreibe einen Text oder so und dann trifft man sich wieder und also man verabredet sich zum Songschreiben. Das gibt's nicht selten. Ja. Das ist bei uns nicht, das macht keinen Sinn, weil wenn wir uns verabreden, starren wir uns an, zerfallen und in Scham und Peinlichkeit, dann gibt's irgendwie ewig langes Schweigen. Irgendwann hauen wir uns aufs Maul und sagen so, wir trennen uns. Und dann kommen wir am nächsten Tag wieder zusammen und so vermissen und sagen, lass noch mal probieren. Lass noch mal einen Song über Liebe schreiben. Ja, genau. Über Bandliebe. Richtig. Ja, finde ich ganz gut. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ist es dann eher so, dass man abends im Studio hängt, ein paar Nudeln kocht und auf einmal sagt einer, ah, wie schön, dass es jetzt Feierabend ist. Und dann so, oh, ich habe die Idee. Also jetzt in dem Fall natürlich. Genau, also ein bisschen anders gewesen, tatsächlich aber ziemlich genauso. Ja. Bloß voll schön. Oder die Nudeln. So. Macht ihr nicht? Doch, voll oft Nudeln mit roter Soße, aber irgendwie nie im Studio, weil das Ding mit ist, die roter Küche. Soße? Ja, Mann. Could be anything. Ja. Nudeln mit roter Soße. Das ist jetzt sozusagen auch sogar schon ein Spoiler, ja. Aber hey, 16.8. Okay. Sehr gut. Auf jeden Fall, ja, in unserem Studio ist es halt so, dass die Küche ist auch zeitgleich das Büro und das ist das Zentrum. Und die ganzen Studioräume gehen davon ab. Und ich habe mal versucht, irgendwie zu kochen. Und also du kannst halt nicht braten. Du kannst irgendwie, wenn du im Ofen machst. Und dann irgendwie jemand so, mein Rhodes stinkt nach Oregano und so. Und ich so, ja, ey, pff, okay. Und Nudeln kochen ist ja schön, aber wenn du nichts drauf machen kannst, außer so ein bisschen Pisse oder so, das hat sich irgendwann auch gelangweilt. Also unser Studio ist in Schöneberg und da gibt's voll viel Döner und so. Deswegen haben wir uns das mit dem Kochen im Studio irgendwie nie so richtig angewöhnt. Aber die Herdplatte ist geiler als die ich zu Hause habe. Ja, verstehe. Das voll. Ist bei mir im Studio auch so. Ja. Wir haben hier so einen tollen Gasherd und zu Hause habe ich auch noch so einen E-Herd. Okay. Mit Ceran-Kochfeld. Ey, das ist witzig, weil es genau umgekehrt. Guck mal, so kann man die Wahrnehmung, ne? Ja, im Studio so einen geilen Ceran-Herd, der sieht super aus, wird aber nie benutzt, so. Und zu Hause habe ich einen Gasherd, was ich eigentlich super finde. Ist auch gut. Aber ja, der Vermieter hat den damals reingestellt und es ist irgend so ein
Also es ist auf jeden Fall nicht EU-Norm. Ach so, das ist noch so ein, in den Berliner Wohnungen ist ja immer so ein Gasherd einmal, also so ein Herd und eine Spüle, diese mit diesen zwei weißen Türen. Ja, genau. Das steht in jeder Berliner Wohnung drin. Das muss da irgendwie rein. Das ist es. Und als ich da eingezogen bin, stand das drin und das stand wahrscheinlich schon seit 30 Jahren drin. Ja. Das ist eine Ostberliner Wohnung, muss man dazu sagen. Ja, ja. Dementsprechend, die Maßen sind alle echt anders. Also ich stelle da einen Topf drauf und da passt kein zweiter drauf und ich finde keine Backbleche, die in meinen Ofen passen. Okay. Aber dafür sieht der Herd unfassbar scheiße aus, dass er so selten benutzt wird, weil wenn ich sage, ich benutze den selten, dann muss ich ihn auch echt nicht oft sauber machen. Ja, das ist total praktisch. Und jetzt ist da so eine dicke Schicht drauf, aber ist egal. Sieht, ist voll authentisch, Rock'n'Roll und so. Ich putze den nicht fürs Image. Nee, also in Ostberliner Wohnung muss es auch genau so sein. Voll. Ich. Ja. Voll. Voll. Leider Gas, Etage, kein Ofen. Heizung. Das ist also, ne, so, das wäre ja so richtig so, hey, guck mal, ich wohne hier noch so voll mit Ofenheizung und Außentoilette und so. Nee, also habe ich alles durch, ne? Ja, ja. Als Kind. Ich auch. Also, ach, als Kind. Das war richtig scheiße. Du bist aus. Ja. Ich bin da, waschechter Ossi. Und wir haben tatsächlich die erste Wohnung, wo ich quasi aufgewachsen bin seit Geburt, war mit einer Toilette auf halbe Treppe. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, was ich da, also Todesängste einfach. Oh Gott, vor allen Dingen kalt. Alleine dann und ja, so. Ja, meine Mutter musste natürlich schon immer mit, aber halbe Treppe Toilette und Kachelofen. Also wir hatten nur Öfen gehabt, das heißt, es war schweinekalt. Ja. Eine Badewanne gab es bei uns nur in der Küche, aber so in so einem Schrank. Klassiker, ja, ja. Ja, die musstest du so runterziehen. Runterklappen, ja. Oder wieder hoch und Schranktür und so. Also das war schon. Oh ja, aber ich weiß genau, spannend, was du meinst, nur ohne Kindheitserinnerung. Das ist ja krass. Nee, weil, also ich bin ja Westberlinerin und das Erste, was dann damals passiert ist nach der Wende, da war ich natürlich noch gar nicht klein, aber in meinen Teenagerjahren sind natürlich alle irgendwie nach Mitte gepilgert. So, um die Hackischen Höfe war ja alles noch Leerstand und so. Aha. Und haben sich da einfach in die Wohnung reingefratzt. Und da war natürlich eben genau dieses Modell. Also ich habe da so voll die Teenager-Nostalgie. Krass. Verbinde ich mit diesem ganzen Kram, auch mit dieser Ofenheizung, wo ich finde, wenn das Ding erstmal warm ist, ist das so eine geile Wärme. Super, das ist die beste so Wärme schön, ever. Aber man muss das Scheiß erstmal warm kriegen. Ja. Das ist halt ätzend. Und wenn du dann so nachts besoffen irgendwo so, hey, soll ich bei dir schlafen? Ja, super, es ist halt kalt hier. Und dann ist so, auf jeden Fall, braucht ein bisschen. Aber dann ist schön. Aber dann ist richtig schön. So, nachdem ich den Song zu Feierabend gehört habe, habe ich mir das Video angeguckt. Und danach hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt von der Welt gehen müsste, wäre das kein Problem mehr, weil ich habe alles gesehen. Oh, ist das schön. Es war wirklich, also es hat mich so glücklich gemacht, dieses Video. Das war so ungefähr, das war so alles, was ich irgendwie bin. Ich weiß auch nicht. Es war auf jeden Fall traumhaft schön. Ich habe es mir sehr, sehr oft angeguckt und kann es eigentlich gar nicht so richtig glauben, dass es das gibt. Und von mir ist die Frage, ich habe gelesen in eurem Pressetext, der bei Spotify ist, dass ihr alles selber macht, inklusive das Schreiben des Pressetextes. Ja. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ihr das Video auch selber gemacht habt. Is it right or is it wrong? No, in this case it's wrong. The other videos I do selber. Aber dem Fall haben wir tatsächlich, oder we, natürlich ja. We. Hey, always we, Team. Ja, genau. I is Team. In dem Fall haben wir uns tatsächlich Hilfe geholt und haben das zusammen gemacht mit den wunderbaren Boys von Oh My Films. Das ist Sebastian Tomczak hat uns da unter die Arme gegriffen. Das ist ein Spezialist für Animation. Für Animation und VFX. Nee, also das Geile war, ist einfach, das ist tatsächlich ein geiler Typ und es ist mit uns ja gar nicht so einfach, weil es muss ja schon irgendwie das, was wir sonst selber machen würden, jemand machen zu lassen, der es kann, bedeutet, dass man ungefähr 3,5 Jahre schneller ist. Ja. Ne? Aber dass da jemand ist, der technisch weiß, wie es geht, aber sich darauf einlässt, so zu tun, als wüsste er es nicht. Partiell. Also sich auf diesen Trash einzulassen, Leute, die technisch fit sind, so zu begeistern, dass sie sagen, ich muss jetzt nicht der ganzen Welt zeigen, wie skilled ich und bin, so, ja. Genau. Sondern auch zu sagen, ich habe Bock auf Trash und ich habe Bock auf euch und zu euch gehört einfach auch Müll. So. Da war er einfach erste Wahl und wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass er Bock hatte, das mit uns zu machen. Mega. Also deswegen an der Stelle die Lorbeeren an Oh My Films. Beste.
Ja, ich finde, ja, finde ich super, dass sie sich getraut haben. Ja, das finde ich auch immer wirklich. Ich war auch sehr überrascht, muss ich sagen, dass die da Bock drauf haben. Aber ja. Ja, mega, mega gut. Also ich habe es wirklich mit viel Faszination angeschaut. Auf der einen Seite sah das alles sehr random aus. Mhm. Auf der anderen Seite war es aber auch extrem durchgeplant, so ein bisschen. Also es war schon klar, was so passiert an so jeweiligen Stellen. Und ihr habt ja auch tatsächlich dafür extra so Greenscreen-mäßig offensichtlich gefilmt, ne? Mhm. Wo habt ihr das gemacht? Schöne Geschichte auch, weil also wir haben Greenscreen gefilmt in Kreuzberg. Da ist ein Studio, das kann man so mieten. Ah, tatsächlich. Das, I think I've heard, ja. Ja. Glaube ich, kenne ich ja. Und da haben wir was gemacht und ich muss dazu sagen, ich bin eine totale Kameraflasche. Also Kameras sind überhaupt nicht mein Ding. Wir machen ja ich finde dich immer relativ natürlich. Ja, weil wir die sonst eben selber machen und dann immer mit unseren dummen Handys irgendwo so langstratzen und so, hey, ich habe eine Idee, guck mal hier, mach mal Player, fertig. So, ne? Ja. Und wenn dann aber so Profis vor mir stehen mit dieser Linse und mich so angucken und es ist alles so, also so fotografiert werden schon als kleines Kind. Ich habe immer Grimassen gezogen. Es gibt, glaube ich, nicht mal das Einschulungsfoto. Da haben sie alle versucht noch, dass ich irgendwie nett gucke. Es geht nicht. Ich bin einfach immer total, wow. Keine Ahnung, ey, vielleicht, weil mir die Kamera die Seele klaut. Aber ja, es gibt doch irgendjemand, der das mal gesagt hat. Egal, also anderes Thema. Ich bin kamerascheu, so richtig krass. Ich kriege sofort einen Stock im Arsch. Und wir haben dann diese Greenscreen-Aufnahmen gemacht und Chris und Riffson, ja, super, die sind Profis, die können das. Da geht das Licht an und die so, yeah, Popstar und so. Ja, und ich so, und das haben wir dann irgendwie geguckt und Sebastian hat dann irgendwie so den ersten Rohschnitt gezeigt. Und ich so, oh Scheiße, Alter, das geht gar nicht. Wer ist denn das? Das bin doch nicht ich. Das ist ja schlimm, wie verkrampft. Hätte mir nicht irgendjemand mal ein bisschen MDMA ins Leitungswasser kippen können oder irgendwas so. Und eben da auch wieder Props an den Sebastian, weil wir gesagt haben, sorry, Alter, kannst du nichts für, aber Jen hat verkackt so, ne, irgendwie. Können wir das jetzt wie folgt lösen? Und zwar gehen wir jetzt einfach vor unser Studio, da ist so eine weiße Wand und ich mache da mal ein bisschen was. Wir haben hier so ein altes Telefon mit diesem Apfel drauf und würden das dann irgendwie kurz filmen und rüberflanken. Sehr geil, mach mal so. Und ja, da ist das Resultat, ist irgendwie sind dann so ein paar Bilder, wo ich mich ganz gut drauf fühle irgendwie, so, also wo ich dann auch wieder Bock hatte und entspannt war und so. Und die dann aber, also der Pixelsalat dann immer, das ist... Das sind dann die Sequenzen, die ich im Greenscreen-Studio verkackt habe. Okay. Mega gut. Ich glaube, das hat der Sache keinen Abbruch getan, eher im Gegenteil. Das hat dann auch richtig Spaß gemacht. Das hat der ganzen Sache auch tatsächlich nochmal den Schrottfaktor gegeben, den ich vorher so ein bisschen vermisst habe, wenn ich ehrlich bin. Ach, sensationelles Video. Ich komm da nicht so richtig drüber weg. Also für mich auf jeden Fall top one. Merci. Ja, richtig gut. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Text rein, weil darum geht es ja hier auch. Mhm. Erste Strophe, erster Teil. Oh, warte mal ganz kurz, weil wir haben hier ja noch so eine Berliner Luft stehen. Ach, du heiliger Bim-Bam. Ja, wer das eine will, muss das andere mögen. Genau. Richtig. So. Kling. Kling. Ich habe mir nicht umsonst die beste Partyband eingeladen. So, jetzt ist Feierabend. Willst du das nicht eigentlich mal machen? Was? Deinen Songtext. Ach so. Ja. Und zwar den ersten Teil der ersten Strophe. Soll ich den jetzt so performen? Ja. Oh Gott, ohne Musik. Das ist ja voll krass. Warte mal. Okay, ich kann jetzt nicht mehr dieses elende Geseier haben. Ich werde jede Forderung sofort im Keim erschlagen. Die können morgen alle gern die alte Leier klagen. Aber nicht mehr jetzt, denn jetzt ist Feierabend. Sehen Sie die Uhr dort oben, wissen Sie, die Zeiger sagen, dass ich Sie anzeige, wenn Sie mich jetzt noch weiter plagen. Sie können alles Weitere hier den Herrn Meier fragen. Und nun verpissen Sie sich, denn jetzt ist Feierabend. Geil. Das war voll Poetry-mäßig gerade, oder? Total Poetry-mäßig. Und ich habe so krass Fangirl-mäßig alles mitgesprochen. Du warst total Lip-Sync, ey. Von dir kann ich lernen für den nächsten Videodreh. Genau. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass ich eure Texte ja tatsächlich relativ poetisch finde. Was ich aber auch total schön finde, ist, dass es ja, also ne, man muss jetzt hier nicht tief in den Text reingehen, um irgendwie zu analysieren, was denn da dahinter steckt, weil ich glaube, es ist total klar, was dahinter steckt. Also mal ganz davon, von den ganzen Sprichwörtern abgesehen, die ihr da mit rein verbaut habt in der geilsten Art und Weise, steht ja, glaube ich, genau alles drin, alle Gefühle drin, die man so hat, wenn man
18 Uhr Feierabend hat, 18.05 Uhr aber immer noch da sitzt, weil irgendeiner irgendwas von einem will und es ist Freitagabend und man hat irgendwie auch überhaupt gar keinen Bock mehr und will einfach nur noch nach Hause und ins Wochenende. Und Frage ist jetzt, was macht ihr so zum Feierabend eigentlich? Songs schreiben. Ja, ich sitze hier dann irgendwie mit der Kali zusammen und wir stellen uns einen rein und kommen endlich mal dazu, uns in Ruhe zu unterhalten. Das schaffen wir ja sonst immer nicht. Das stimmt. Auf jeden Fall, ja, ist es jetzt eher so, gibt es ja auch im Text, ist es eher so die Hirnzerkleinerung oder wie erwähnt vielleicht auch der Til Schweiger-Film auf der Couch? Also du weißt, hier ist der Ehrlichkeitspodcast, ich habe so einen Lügendetektor natürlich auch angemacht. Til Schweiger, nee. Nee, also ich schwanke da immer wieder zwischen den Extremen. Also was ich noch nie in meinem Leben geschafft habe, ist so, hey, Jen, wir sind hier gerade, kommst du runter? Ach nee, ja, eher nicht. Ja, komm, ein Bier. Na gut, eins. Ne? Haut nicht hin. Haut nie hin. Haut nicht hin. Gibt's nicht. Ich glaube, das ist ein Mythos. Das ein funktioniert Bier gibt's nicht. Also entweder tatsächlich artet es immer wieder bei mir in kompletter Selbst- und Weltzerstörung aus. Und ich leide mit jedem Jahr, dass ich älter werde, auch mindestens einen Tag länger. Also ich mein Kater ist mittlerweile bei 3 Tagen angekommen oder so. Das ist wirklich, also Kinder, es wird immer beschissener, glaubt mir. Oder ich bin einfach voll misanthropisch. Also gar keine Menschen, so richtig gar keinen Bock. So bäh. Also das ist dann schon so, dass wenn ich dann mal eine Pizza bestelle, dass ich dann nur durchs Schlüsselloch so, stell's draußen hin! Geld liegt unter der Fußmatte. Ja, genau, so ungefähr. Also will ich wirklich niemanden so. Also zwischen diesen beiden Extremen schwanke ich immer wieder hin und her. So. Finde ich ganz gut, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, das sind dann so meine Feierabende. Dann so mit Kapuze auf und Licht aus im Flur, so die Tür so einen Spalt öffnest. Auf jeden Fall. Schieb sie die Pizza durch. Genau, richtig. Das Geld liegt unter der Fußmatte. Häng die Pizza an den Knauf. Knauf heißt das, ne? Ja. An den Knauf. Häng die Pizza an den Knauf. Ja, finde ich ganz gut. Mal ein bisschen Tacheles zwischendurch. Wir haben ja auch schon gerade so ein bisschen gequatscht. Und euch gibt es ja seit 2003. Ja. Ne? Das ist ja schon Zeit. Das ist Zeit. Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen Zeit. Mein Orthopäde dankt es mir. Ihr habt bis jetzt 2 EPs rausgebracht und 4 Alben und im August kommt das 5. Mhm. Am 16.8. Das kann man sich übrigens richtig sehr gut merken, weil ich ständig sagen werde heute. Weil Janice A. ständig sagt und bei B. die 16 das Doppelte von 8 ist. Das ist für mich immer so eine gute Eselsbrücke. Habe ich irre. Nicht gecheckt? Wahnsinn. Jetzt vor allem, ich habe mir vorhin noch überlegt, schreibe ich es mir mit Edding so auf dem Unterarm, jetzt habe ich die Eselsbrücke. Nie wieder, never forget. Einfach. Niemals. Ja. Also wahrscheinlich habe ich morgen die Eselsbrücke vergessen. Ruf mich an. Ja, alles klar. Genau, und wenn man so ein bisschen das Kleingedruckte liest, sieht man ja, dass ihr von Album zu Album so ein bisschen zwischen Major und Do-It-Yourself, DIY, hin und her gesprungen seid. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Was war da los und was ist für euch vielleicht auch der Reiz daran, die Dinge selber zu machen? Erstmal, also erster Teil der Frage, das Hin- und Herspringen. Wir haben mit Major angefangen, da hatten wir, also uns gab es eigentlich noch gar nicht und da hatten wir irgendwie so ein paar Plattenvertragsangebote auf dem Schreibtisch und wie so, hä, gab nicht mal einen Namen und so. Dann haben wir das mit denen zusammen gemacht und haben festgestellt, das ist voll scheiße. Ja. Da wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben und das sind, also es ist überhaupt nichts für uns. Also ich will jetzt gar nicht sagen, grundsätzlich Major Kacke und so, aber für uns nicht. Ja. So. Dann haben wir selber gemacht und dann ging es eigentlich auch erst streng genommen richtig los. Ja. So, da wussten wir so ein bisschen, worauf wir Bock haben und wir machen ja irgendwie Musik erstmal, also wir finden es dann gut, wenn es uns selber unterhält. Ja, so. Auf jeden Fall. Na klar. Fertig, also um uns selbst zu unterhalten und dann freut man sich, wenn es irgendwie, wenn man mit Menschen zusammen feiern kann. Mhm. So, das ist, also nicht Mann, sondern ich freue mich dann. Und haben das gemacht und dann rollte das so an und plötzlich waren wir eine Band und wurden auf Festivals gebucht und durften Touren spielen und dieser ganze Kram. Und irgendwann haben wir festgestellt, wir machen mehr anderen Schissel und mehr Büro als Musik. Ja, genau. Und wenn man alles selber macht, ist man ja super viel damit beschäftigt. Ja, machst du irgendwie 2 Monate im Jahr die Platte und 10 Monate so machst du Business. Ja. Richtig.
Und dann, das war auf jeden Fall auch eine Zeit, wo die eine oder andere Major-Firma bei uns angeklopft hat auch schon und wir immer wieder eher so nee. Und dann waren wir aber, wie gesagt, an diesem Punkt und haben gesagt, naja gut, dann probieren wir es nochmal. Wir machen bestimmt nicht den gleichen Fehler nochmal und haben das dann irgendwie alles voll im Check und so. Und doch. War nicht so. Und doch, den gleichen Fehler nochmal gemacht. Was dann einfach, also ich sag mal so, die Erkenntnis daraus war, glaube ich, dass das, was wir machen, und das betone ich deswegen immer wieder, weil das ist wirklich nicht für alle und auf ja, der klar. Welt, ne, sondern für das, was wir machen und auch vor allem für die, die wir sind. Und ich habe hab so einen kleinen Punker in mir, der ist grundsätzlich immer eher sowieso dagegen und will stänkern und macht genau das Gegenteil von dem, was er machen will, und dann fühlt er sich gut. Ja. Und sowas ist natürlich mit Menschen, die Geld für dich ausgeben und die Pläne machen und danach irgendwie arbeiten möchten. Das ist schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Und haben auch da dann wieder in der Zusammenarbeit festgestellt, dass das einfach nicht cool ist. Also dass niemand so dich oder das uns versteht halt einfach keiner. Und dass niemand dich so versteht wie du selber. Und dass natürlich einfach damit das, was am Ende irgendwie unter die Leute kommt, einfach maximal wir sind und jeder, der sich für uns entscheidet, einfach selber, also jeder, der sich für uns entscheidet, weiß, wofür sie oder er sich entscheidet. Ja. Und das dann auch nicht verwässert wird, weil du kriegst von uns halt, was du kriegst, und es ist völlig okay, wenn du es scheiße oder langweilig findest, aber wenn du Bock drauf hast, dann soll das auch alles genauso sein, wie du es wahrnimmst und ja, genau. Nicht irgendwie dann so eine Bubble platzen oder was auch immer. Und das funktioniert nicht, wenn Leute das für dich machen. Also das funktioniert einfach nicht, und das mache ich auch niemandem zum Vorwurf, aber das sind dann so ganz banale Entscheidungen. Da geht's los mit Single-Entscheidungen. Mhm. Und dann hört bei mir auch immer Verständnis auf, wenn es um Budgets geht für Videodrehs oder so ein Scheiß, wo ich sage so, naja, aber warum? Verstehe ich nicht, ich habe doch ein Handy, da kann man doch auch Videos mitmachen. So, was ist los hier jetzt? So? Und haben dann aber, also wir sind im Frieden mit denen dann auch auseinandergegangen und gesagt, ja. Okay, war schön, dass wir das mal wieder probiert haben, aber wir sind einfach auch zu Chaos verliebt und wir sind wir, und das funktioniert nicht. Da in dieses Chaos Ordnung zu bringen und versuchen, mit Konzepten zu arbeiten, das ist the wrong way. Und dementsprechend lass uns ab und zu mal ein Bier trinken, aber bitte nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, stelle ich mir auch total schwierig vor bei dem, was ihr macht. Also ja. Das ist ja, also das it's so original und das ist ja so sehr, wie ihr seid. Ja. Und alles an dem ist so sehr, wie ihr seid. Also wenn, dann müsste das halt wirklich jemand einfach aufpicken und müsste sagen, ihr macht es genauso, wie ihr das wollt. Ja. Und ich gucke einfach, dass ich euch ein bisschen unter die Arme greife. Aber ich glaube daraus, dass irgendwie, wie du es halt schon gesagt hast, zu konzeptionieren, das wäre genau der Gegensatz von dem, was es ist. Richtig. Also wir haben jetzt ja auch die Partner, die wir jetzt haben, Vertrieb und auch ein Label, was mit uns arbeitet. Also kompliziert zu erklären. Wir machen es selber, aber wir haben ein Label im Rücken, was uns da unterstützt. Und das sind dann halt auch Leute, die gesagt haben, so, ja, wir nehmen das, also wir finden das super, was ihr macht, und das könnt auch nur ihr. Ja, genau. Und wenn ihr unsere Strukturen braucht, also ich kann die Platten nicht selber, also ich kann in die Vinyl nicht selber die Rillen reinkratzen und dann irgendwie in den Plattenladen gehen und das da hinstellen. Und die Partner, die wir haben, die haben jetzt halt, haben gesagt, ja, genau das, was ihr seid, da haben wir aber Lust drauf, und ihr müsst es halt machen, und wir stellen euch halt die Strukturen zur Verfügung. Ja, mega. Und anders funktioniert das mit dem, was wir machen, glaube ich, im Moment zumindest nicht. Ja. Aber sehr interessant auf jeden Fall, immer das auszuprobieren und auch vielleicht ein zweites Mal auszuprobieren und halt wirklich auch zu merken, dass man genau das halt irgendwie, dass es für einen halt nicht passt. Richtig. Und dass man es dann vielleicht einfach selber wieder in die Hand nimmt, auch wenn es übelst viel Arbeit bedeutet. Richtig. Jen kam an, total gestresst heute hier, so, ich habe gar keine, wo mir der Kopf steht. Aber alles ist geil. Na, total. Das ist ja das Geile. Genau. Also es ist ja alles, bockt ja alles und so weiter. Und der ganze Kram, der dann irgendwie dazugehört, ja, der ist ein bisschen unsexy, aber den Kladderadatschen wir dann ja auch so ein bisschen weg, weil ist ja alles nicht so wichtig. Also wir finden uns auch nicht so wichtig, und wir wollen halt irgendwie, wie gesagt, uns selber unterhalten, und wenn dann noch Leute Bock haben, sich mit unterhalten zu lassen
um mitzufeiern, dann ist das so Happiness. Und dann ist das geil. Und jedes Jahr und jede Platte, die ich das irgendwie machen darf so und machen kann. Und wir haben mal gesagt, wir machen es so lange weiter, wie mehr Leute vor der Bühne stehen als auf der Bühne. Und wir sind zu dritt. Also geht noch. Ich glaube, da geht noch was. Da habt ihr noch ein bisschen Spielraum richtig. Nach oben. Also, übrigens, Barpersonal zählt mit. Also, ach so, okay. Ja. Sehr gut. So, Jen, ich glaube, es ist an der Zeit, dass du den zweiten Teil der ersten Strophe zum Besten gibst. Ich habe mich hier mit meinen ganzen Zetteln komplett verzettelt. So sollte es sein. Ich kann dir ein... Ja, gib mir mal einen Tipp, so die erste Zeile. Ja, ich habe hier irgendwie, also ich sag dir was, beim nächsten Mal, ne, mache ich mir Seitenzahlen auf meine Seiten. Geil. Weil ich habe nämlich komplett den Überblick verloren. Das aber ist nicht so schlimm. Das würde gar nicht zu uns oder zu mir passen, weil wir sind ja das Chaos. Ja, ihr seid also wir sind, ne, so, das ist ja immer, wenn man versucht, Ordnung bei uns reinzubringen, gibt's ja nur Tränen. Das ist ja, das macht ja keinen Sinn. Wir sind ja dann immer nur alle enttäuscht und traurig am Ende. Also, siehste, und ich, das will ja keiner. Wir können ja auch, genau, jetzt kommt ja erstmal der Refrain, ne? Und so weiter. Ne? Das ist übrigens die neue Weltfriedenshymne, habe ich entschieden. Ja? Finde ich gut, ich kann sie schon. Ja. Also der dritte Refrain, der ist natürlich ein bisschen tight, da gibt es ja dann auch irgendwann Lyrics, ne? Also. Das ist krass. Ach so, eine Frage, die mir noch einfällt. Ja. Euer meistgestreamtester Song, ja tatsächlich, der Song Piept euch alle, Piep, war das eigentlich so ein bisschen hatte ich mich dann gefragt, weil der kam ja direkt quasi als nächster nach der Zeit des zweiten Majors. Ja. Wow, what a sentence. Hatte das so ein bisschen was damit zu tun? Ja. Total. Also wir haben überlegt, machen wir weiter danach oder nicht, ne, sind irgendwie Major weg und haben irgendwie allen um uns drum gesagt, so Leute, wir haben entschieden, mit uns kann man kein Geld mehr verdienen und wird es auch nie, weil wir wollen, wenn wir das weitermachen, möchten wir das bitte wieder so wie mal gedacht zum Spaß machen und zur Unterhaltung von uns und im Bestfall für andere. Ja. Und haben gesagt so, und wie ihr alle wisst, mit Spaß verdient man selten Geld. Und da sind dann eben, haben wir praktisch ausselektiert, ja, und haben Leuten gesagt, bitte geht oder lasst uns gehen. Und ein paar sind aber auch geblieben. Also unsere Managerin zum Beispiel hat gesagt, nee, ich gehe nicht. Cool. Und dann meinten wir, krass, aber du weißt, das ist Quatsch. Sie so, ja, aber mach ich nicht. Ich lasse euch nicht. Genau wie unsere Booker, so, wo wir auch gesagt haben, aber ey, ihr wisst schon. Und die so, ja, aber ist auch egal. Mhm. Und das sind aber auch Leute, mit denen wir eben schon ganz lang, das ist Familie. Ja, ja. So. Aber wir haben es nicht erwartet oder beziehungsweise wir haben es auch nicht vorausgesetzt oder ähnliches oder so. Wir waren wahnsinnig positiv überrascht und ich saß da mit Pipi in den Augen und dachte, oh Gott, das ist so, womit habe ich das verdient? So, ne? Und es ist, also war sehr schön. Und dementsprechend hat sich alles sehr gesund geschrumpft. Ja. Und wir haben gesagt, okay, wie kriegen wir das hin? Wir müssen jetzt schauen, lass uns einfach mal wieder Musik machen, gucken, ob sich das noch so anfühlen kann, wie in einer Zeit, wo es keine Erwartung gab, wo es nicht den Anspruch gab, damit Geld zu verdienen oder sonst irgendwas. Ja. Geht das überhaupt nur, noch? Ja, wo es einfach Spaß gemacht hat. Genau, wo ist der Punk so? Ja, und kriegt man das, geht das überhaupt noch? Ne? Nach dieser ganzen Zeit, nach diesen ganzen Erwartungen, nach diesen ganzen Hochs und Tiefs und wie man das auch alles nennen will. Und haben dann angefangen, Musik zu machen, dachten, ja, geil, geht noch. Macht Spaß. Und tatsächlich ist Fickt euch alle einer der ersten Nummern gewesen, die aus dieser Phase heraus dann aus uns rausgepoltert sind. Und der war auch einfach ziemlich direkt da. Also die Zeile gab es schon sehr lange, so, über Jahre. Die hatte ich immer irgendwie in meinem Notizheftchen drin stehen, aber die ist nie zum Zuge gekommen und das war dann einfach on point, so der Beat war da und der war klar Thema, ey, super, Zeile passt drauf und das Ding ist rausgeflossen und war da. Und wir haben's gefühlt. It was meant to be. Genau, und ich erkenne, also ich habe immer dann das Gefühl, einen Song geschrieben zu haben, wenn ich den irgendwie dann so skizziert aufgenommen habe oder wir und ich danach sage so, ey, ich will den nochmal hören. Dann ja, genau. So, ja, geil. Ja, genau. Song, der
den will ich zeigen. Ja, genau. So wie zu Mama gehen, so, guck mal, Mama, was ich gemalt habe. Ja. Und dann sagt sie, ja, geile Giraffe. Und dann sage ich, scheiße, ein Kühlschrank. Ist ein Schaf. So. Ja, genau. Ja. War bei mir auch immer der Fall, vor allen Dingen mit Malen. Da war leider keine Unterschiede zu sehen zwischen Giraffe und Kühlschrank. Giraffe und Kühlschrank. Die haben auch viel gemeinsam. Also. So, jetzt aber. Zweite Strophe. Ja. Ah ja, genau. Wie es in Zukunft weitergeht, könnt ihr Marty McFlyer fragen. Ich hole die Kuh nicht mehr vom Eis, ich pump ihren Blei in den Magen. Mach Geisterfahrten durch Einbahnstraßen im Leichenwagen. Ich nehme die rote Welle, denn jetzt ist Feierabend. Meine Rage sprengt die Skalen aller Seismographen. Schluss mit lustig, Klappe zu, feuerfreie Schaben. Ich schick euch in die Wüste, bis an euch die Geier nagen. Denn ihr seid alle scheiße. Und jetzt ist Feierabend. Wie gesagt, ich finde ja, man kann im Text gar nicht mehr so viel, gar nicht mehr entnehmen als das, was eigentlich da drinsteht, weil da schon alles drinsteht. Und ich könnte mich da auch nur den Worten meiner Vorrednerin anschließen. Genau, so sehe ich das auch. Wie ist denn das aber mit generell so mit den Themen eurer Songs? Du hattest vorhin schon gesagt, dass ihr auch manchmal so ein bisschen, ne, irgendwie ein Thema sucht, worüber ihr schreiben könnt. Ist das immer so, dass ihr quasi guckt, was ihr so machen könnt, was passt irgendwie zu uns als Band? Oder ist es manchmal eben auch so, dass ihr halt, wie gesagt, abends rumhängt, nichts kocht und dann irgendwas aus euch herausspringt? Oder betreibt ihr dann vielleicht auch mal so Sozialstudien im Freundeskreis und guckt, was bei denen so los ist? Nee, gar nicht. Also letzteres gar nicht, weil also tatsächlich es kommt einfach eine Idee und damit die Idee ist der Initiator. Ja. Also wir setzen uns, wie gesagt, nicht hin und sagen so jetzt hier oder wir sammeln auch keine Themen tatsächlich. Die Idee kann auch mal ein Thema sein. So, ne? Also es ist so wie in dem Fall Feierabend, da war die Idee das Thema. Ja, ja, genau. Oft ist es aber tatsächlich eher bei uns so, dass es eine Punchline ist. Mhm. Oder ein Riff für ein Beat oder ein Sound oder so. Ne? Manchmal fängt es auch mit Musik an. Und wir machen auch selten Musik und Text zusammen, sondern wir machen irgendwie, schrauben unsere Beats und wursteln irgendwie Textideen und so. Und dann sitzt man zusammen und sagt hier, geile Idee, Text. Also finden wir zumindest. Ja, 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 ja. Und dann skippt man so durch die Beats oder guckt, ob man was hat oder sowas und setzt das da drauf und passt es nicht. Meistens ist es so, dass irgendwas, wo wir sagen so, ah, geil, es passt voll gut. Und dann ist es aber einen Monat später was völlig anderes. Aber ja, zumindest ist es so, dass... Der Part des Prozesses. Genau, genau, ja, ja. Genau. Also es, aber auch da setzen wir uns eigentlich fast nie hin und sagen, komm, wir schreiben jetzt einen Song, hier ist der Text und jetzt machen wir die Musik dazu. Ja. Das für uns zumindest nicht. Ich finde das ja total geil. Also ich habe ja, ich schreibe hauptsächlich alleine, weil ich bin ja keine Band, ich bin ja nur eins. Aber ich stelle mir das ganz geil vor, wirklich so ein Team, also nicht ein Songwriting-Team zu haben, sondern wirklich so ein Band-Team zu haben, so ein Familienteam zu haben, wo man halt einfach irgendwie die ganze Zeit auch vielleicht auch im Rumblödeln ist, so Klassiker. Also ihr seid ja dann wahrscheinlich quasi wie das ganze Jahr auf Tour, nur eben halt im Studio so ein bisschen. Ja. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Und da, also da geht doch eigentlich irgendwie immer was. Egal, ob es dann... ob man das dann am Schluss nimmt oder nicht, aber... Also wir nehmen unglaublich viel nicht. Ja. Echt viele Scheißideen. Also nicht, dass die Ideen, die wir dann nehmen, nicht scheiße sind, aber zumindest unterhalten sie uns. Und viele andere auch. Ja, hey. It's fun. It's a lot of fun. Ja, es macht Spaß. Auf jeden Fall ist es... Sparringpartner ist super. Und dadurch, dass es uns so lange gibt, ist es halt einfach auch... Da nimmt man auch, also es wird nichts durch die Blume. Es ist jetzt überhaupt nicht so, dass wir da sind und so, wir sind so gut drauf und jetzt, hier Party und komm und zieh nochmal, oh, wir sind so witzig und so, sondern es ist wirklich, eigentlich sind wir totale Ärsche zueinander. So, hey, guck mal, ich habe eine geile Idee, ey, guck mal, hier, hör mal, so. Nee. Ja, nee, lass mal. Mittel. So, okay, so, das ist, aber das ist eigentlich schon auf dem Tisch tanzen. Also, verstehe. Also so ein richtig so, boah, fett, geil, oh, du bist super. So gibt's eigentlich kaum noch. Es gibt eigentlich nur so, ja, kann man machen oder fick dich, geh, ist scheiße, kannst gar nichts. So, ne? Aber das ist ja eigentlich, unter den besten Freunden ist es ja so richtig. Sobald man anfängt, sich zu beleidigen, ist es eigentlich ein riesengroßer Liebesbeweis. Genau. Ja. Also wenn mir Raphael die Tür in die Fresse knallt, dann weiß ich, hat eine richtig gute Idee. Oh je. ich würde noch ein Stückchen weiter im Text gehen. Mhm. Und zwar, wo waren wir denn?
Jetzt kommt quasi die für mich den erste Teil der zweiten Strophe. Oder sind das für dich vier Strophen? Drei Strophen haben wir, glaube ich. Das okay. Sind drei Strophen. Jetzt kommt. Das ist die Weißweinschorle in Berliner Luft. Ich weiß es auch nicht. Halt immer, wenn es Bumm macht, geht irgendwas los. Apropos. Ja. Ach, Bumm. Jetzt komme ich mal zu dir. Ja, hier. The next Bumm. Bumm. Boah, das war von Ollis Bumm. Ja, klar. Hm. Ach, Zähne putzen. Boah, aber wirklich. Puh. Oh Mann. Das ist auch echt so Einstiegssuff, ne? Also, wenn man damals, ja, vor 100 Jahren. Kennst du das? Als ich noch jung war, da war das so Apfelkorn. Apfelkorn war das Einzige, was man so als Teenie, ne, in einer Zeit, wo so Alkohol eigentlich überhaupt nicht ging, was so noch ging, wo man sich, wenn man sich die Nase zugehalten hat, konnte man es runterschütten. Und dann eine Stunde später war so, oh, da geht furchtbar. Also es war auch immer dieses große Kotzen nach dem Zeug. Aber die ganzen schicken Alkopops und so gab es ja nicht. Nee. Super Sache. Mich interessiert tatsächlich mal statistisch, ob in unserer Generation mehr Leute drauf hängen geblieben sind, als jetzt mit den Alkopops. Ich wage es zu bezweifeln. Ich glaube, Kids haben sich schon immer Zucker und Alkohol gehauen. Ja, voll. Ja, voll. Ich kann mich noch ganz früh daran erinnern, da hatte ich irgendwann mal Durst zu Hause und wir hatten irgendwie nichts und ich war irgendwie so ein Kind und ich glaube, mein Vater hat mir so ein bisschen Rotwein verdünnt und ich fand es irgendwie super eklig. Oh Gott. Und er meinte so, ja, irgendwann wirst du das mögen und ich so, auf gar keinen Fall. Ja, natürlich mittlerweile. Also ich will die Erziehungsmethoden den Eltern nicht in Frage stellen, aber ich finde das pädagogisch fragwürdig, wenn ich wenn ich krank war, hat er mir auch Zwiebeltee gemacht, so ist es nicht. Ja, okay. Es war wirklich original. Einmal, ich hatte so Durst und ich hab, bis ich 16 war, kein Wasser getrunken. Ach so, du brauchtest irgendeinen Geschmack da drin. Ja, ich brauchte irgendeinen Geschmack und wir hatten ja nichts im Osten. Außer eine Pulle Rotwein. Mann, ey. Nee, genau. Aber tatsächlich, ja, ich kann mich auch noch an den Apfel, Bärenzinn-Apfel. Genau, Bärenzinn-Apfelkorn. Wir machen jetzt hier Pieps-Apfelkorn. Pieps-Apfelkorn-Werbung. Und was wir aber auch noch getrunken haben, ist Sangria. Das war eigentlich mein Einstieg. Hart. Ja, ich kann mich noch erinnern, meine Mutter. Diesmal war es meine Mutter. Oh Gott. Ich wurde relativ, also dafür, dass wir im Osten, da waren meine Eltern ziemlich, ziemlich entspannt unterwegs, so mit Alkohol. Nee, Quatsch, eigentlich überhaupt nicht. Die trinken null. Aber, das ist über dir gerade voll die Saufsendung. Nee. Ja, Leute, es tut mir leid. Also wir feiern hier eine Party und das ist okay. Das ist ja der Punkt, das ist ja die letzte, also es ist ja Abschied jetzt vor der Sommerpause. Also erstens ist es, habe ich hier Großstadt geflüstert zu Gast. Die ganze Partyband Berlins, ich sag's nochmal. Wenn nicht sogar Deutschland. Das Universum bis zum Ende, bis zum Restaurant am Ende des Universums. Und es ist die letzte Podcast-Folge, von daher finde ich das total legitim. Liebfrauenwein war das, glaube ich, oder sowas. Und das muss so ein ganz süßes Gesöff gewesen sein. Ich hatte irgendwie einen Kumpel zu Gast, der war aber auch noch 2 Jahre jünger als ich und ich war, glaube ich, auch nur 14. Und dann gab uns meine Mutter die wusste wahrscheinlich selber nicht so richtig, was das ist. Und mein Kumpel wollte aber nicht. Und ich habe wirklich, glaube ich, original die ganze Pulle alleine ausgesoffen. Der Weg zur Toilette war markiert. Ja. Oh, war mir auf jeden Fall reichlich unangenehm. Habe versucht, alles noch wegzumachen, natürlich ohne dass meine Mutter das merkt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es mir am nächsten Tag ging, aber also in der Nacht ging es mir nicht sonderlich gut. Oh, war ja. Das war wirklich... Und dann dachtest du nie wieder Alkohol, ne? Ja. Einen Tag. Damals war man noch nicht so schlau. Richtig. Damals dachte man so, oh, am nächsten Morgen, da hast du ja noch keinen 3 Tage Kater. Ach Gott. Hast du ja 5 Minuten Kopfschmerzen und dann ist ja, früher, ich kam mich auch mit 2 Stunden Schlaf zur Not aus. Ja, oder gar nicht. Oh, ja, und dann war alles kein Problem. Das war auch so schön verschallert einfach nur. Ja. Eine nice Verstrahltheit. Ja. So, das ist so, und cool, die das ist ja alles voll easy. So, finden mich andere auch so geil, wie ich mich gerade finde? Egal. Ja, klar. Und heutzutage ist halt so, ja, im Liegen geht's und dann setzt du dich hin und denkst so, wow, vielleicht schaffe ich selber aufs Klo. Ich bin raus. Ich kann nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Wir haben ja damals auch 2003 haben wir uns ja gegründet und die ersten Tourjahre war wirklich fatalerweise unser Tourgetränk Jägermeister. Wenn das jetzt, das reicht, wenn das jetzt jemand 5 Meter von mir so eine Flasche aufmacht und ich
ich könnte reiern. So wow. Dieser Geruch, der macht mich schon so fertig. Ja. Aber da denke ich auch so, ey, puh, ey, Respekt, Mann. Also, wow, danke Leber, dass du noch da bist. Halleluja. Ja, vielleicht doppelt so groß mittlerweile. Sehr. Wer weiß es schon. Russische Leber, und damit meine ich die Größe. Ja. Nee, aber ich glaube, also mein erster Suff, der war auch gar nicht so, also war jetzt überhaupt nicht, ja geil, ich stelle mir jetzt einen rein, weil ich hatte überhaupt nicht den, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht den Plan, was es berauscht man sich oder sowas. Ja. Niemand, der es mir vorgemacht hat, ich bin die Ältere von den Geschwistern so. Und das war so richtig, also so West-Berlin getreu, ich war mit Freunden, also türkischen Freunden aus damals, da haben uns ein paar von den älteren Geschwistern mit in eine türkische Disco genommen. Also ein Club, ne, türkische Musik. Damals, damals hat man das noch Disco genannt und da gab es Raki. Oh. Boah. Das heißt, mein erster richtiger Vollsuff war auf Raki. Scheiße. Das ist ja für mich dieses Getränk, was für dich der Jägermeister ist. Mm, okay. Also nicht, weil ich schon zu viel hatte, sondern weil ich einfach Anis wirklich ganz, ganz schlecht ertragen Mittlerweile kann. Mittlerweile feiere ich es ja wieder. Also nicht jetzt zum, um jetzt so richtig sie einen reinzustellen, das ist halt das Rituelle irgendwie so. Das finde ich ja irgendwie ganz nice. Aber es muss dann, ne, also wenn die Situation stimmt, in einem türkischen Restaurant. Zum oder Beispiel, auch beim Griechen. Als Aperitif, der Uso dann. Ja. Ja. Also nicht zu verwechseln, weil wird auch anders getrunken. Ja, nicht zu verwechseln, aber es geht um Anis, oder? Genau, genau wie Pastis. Getränken. Ja, genau. Ne, die Franzosen mit ihrem Pastis. Das ist aber ein wunderbarer Aperitif. Mhm. Also wenn wir jetzt wieder, also wir spulen jetzt wieder vor, wir sind jetzt erwachsen, mit Niveau. Zumindest rein äußerlich. Kultiviert und so. Genau, ist ein wunderbarer Aperitif. Gerne einfach mit ein bisschen Eis. Und der eine oder andere im Falle des Rakis schüttet sich dann auch Wasser rein. Ja, genau. Und ich glaube tatsächlich beim Pastis, ist das nicht sogar auch so, die Franzosen? Du schüttest dir Wasser da rein, ja, ne? Genau. Genau. Und dann wird das so eine schöne Frankreich mehlige, weiße Kiste und dann so ein, zwei Eiswürfel. Und das geht ja dann auch nicht darum, dass man sich die ganze Flasche irgendwie ins Hirn schüttet, sondern so schön im Sonnenuntergang in der Bretagne. Ja. Du hast noch den Geruch vom Fischmarkt in der Nase. Ja. Das ist schon geil. Ja. Kann man machen. Und dann schön in der Bretagne Sonnenuntergang kriegen wir schön Uso. Ja, genau. Ja, immer da, wo es hingehört. Immer also, da schmeckt es dann halt auch immer super. Ich habe mir auch schon aus Frankreich und Italien und weiß ich woher irgendwie so Weine mitgebracht. So, hey, kostet dir gar nichts. Ja, und Tütenwein, wow. Und das ist super, müsst ihr probieren. Dann machst du es hier auf und denkst du, so, scheiße. Das ist nicht das gleiche ist Zeug, nicht. Was ich da getrunken habe. Nee, ist es nicht. Funktioniert nicht. Ist auf jeden Fall nicht. Aber ich hatte tatsächlich in Australien mal einen Wein entdeckt. Es war ein Rotwein, den man kalt getrunken hat und der auch so ein bisschen sprudelig war. Bah! Nee. Das war richtig toll. Der war so toll, dass ich sogar zwei Flaschen mit nach Deutschland genommen habe. Den ganzen weiten Weg um die halbe Erdkugel, weil ich das so gut fand. Und, wie war er hier? Ja, war gut, aber die anderen haben das nicht so gefeiert. Tja. Das hat mir wehgetan, ein bisschen im Herz. Da habe ich gedacht, so spuck's wieder in die Tasse, ich trinke es. Ja, wenn man so ein Ding mit so einem Schirmchen drauf auf seinem Surfbrett mit diesen ganzen geilen Dudes und Dudetten irgendwie dann sich so reinpichelt, dann schmeckt das halt geiler, als wenn man irgendwie in Steglitz auf dem Balkon sitzt und in den Regen guckt oder so. Ich weiß. Ja, es war in Mannheim damals noch und es war leider auch nicht mit Surfern, aber meine Schwester wohnt in Australien, deswegen. Oh wow. Ja, genau, wir haben das Ich war da noch nie, aber ich stelle es mir genauso wie auf den Postkarten vor. Ja, unfassbar. Auch. Schöne Menschen, giftige Quallen, Weed, Surfbretter. Ach, giftige Quallen ist ja noch das kleinste Übel. Echt? Es ist ja, also ich habe wirklich, wir hatten so, bevor ich rübergeflogen bin, habe ich meine Schwester so, ich sehe, ja, wie ist denn das mit den ganzen giftigen Spinnen, giftigen Schlangen, giftigen Käfern, giftigen Fröschen, giftigen Vögeln, giftigen Mücken? Wie ist denn das mit all diesen Tieren? Und sie hat sich halt so hart über mich lustig gemacht und meinte so, ja, wir bringen so ein Anti-Gift-Koffer mit an Flughafen, damit du dir keine Sorgen machen musst. Ist natürlich nichts passiert, aber wir waren einmal im Busch wandern und sie hatte einmal diese Spinne hinten auf ihrem Nacken sitzen. Und dieser Huntsman oder? Ja, nee, die machen ja nichts. Die sind nur groß, aber die sind nicht böse. Okay. Die fiesen Dinger sind ja klein. Ah. Und sie hatte so eine kleine Spinne auf ihrem Rücken sitzen und ich dachte so, scheiße, sie sieht aus wie diese eine fies giftige Spinne. Und ich so, jetzt bloß niemanden verrückt machen. Und ich so, du, warte mal ganz kurz.
Und habe halt so die Spinne irgendwie so weggeschleudert von ihrem Rücken und dachte nur so in dem Moment, irgendwie hat sich das so angefühlt, als hättest du die jetzt irgendwie auf deinen eigenen Rücken geschossen. Nee. Ja. Und ich so, kannst du mal gucken, ob ich was auf dem Rücken habe? Und sie so, ah ja, da sitzt so eine Spinne. Original. Batz. Wow. Und dann hat sie die von mir so weggemacht. Ja, das geil. Das war krass. Aber ansonsten. Also es ist voll schön. Super schön. Krass geile Strände. Ja. Da hast du echt Bock zum Surfen. Mm. Mega, mega gut. Mm. Zurück zum Feierabend. Ja. So viel klimaneutraler, als nach Australien zu fliegen. Sehr gut. viel klimaneutraler. So ein Feierabend in Steglitz auf dem Balkon. Mhm. Richtig. Ich habe mich gefragt, was Großstadtgeflüster, weil du sagst ja, ihr seid so eine Hobbyband, macht, wenn Großstadtgeflüster nicht Großstadtgeflüster ist. In eurem Video zu Akta in Single Neue Freunde seid ihr im Video mit ziemlich vielen Tieren zu sehen. Unter anderem auch übrigens eine Vogelspinne, eine Schlange, eine Schlangenhaut, einem Alpaka. Und ich war mir nicht so sicher, ob ihr vielleicht nicht auch so eine kleine Großstadtfarm habt, die ihr hegt und pflegt. Das sind alle in meiner Einzimmerwohnung. ja, wir hängen gern auf dem Land rum. Ich habe ja tatsächlich das Wochenendhäuschen in der Fickt-Euch-Allee. Meine Mutter hat eine Datscha irgendwie. No joke. Damals direkt nach der Wende in so einem Brachland. Da war nichts. Da sind dann ein paar Leute hin, inklusive meiner Eltern, und haben dort ein bisschen was aufgebaut. Und, aber wohnen die da richtig oder ist es wirklich so ein Auf keinen Sommer. Fall, weil da okay. ist so, also da bin ich bin ja eine totale Großstadtpflanze, ne? So Natur ist ja so auch so Dreck unter den Nägeln und so. Ich meine, gut, das habe ich hier sowieso immer, aber es ist tatsächlich, ich habe Allergien und der ganze Scheiß irgendwie. Und ich liebe Land und ich stehe voll auf Natur und du kriegst mich vom Meer nicht mehr weg, so. Aber da leben, wie gesagt, da gibt's wahrscheinlich dann den anaphylaktischen Schock oder sowas. Ich war jetzt gerade wieder am Wochenende da und meine ganze Stirn ist zerfressen. Ich bin in so eine Wall of Gnitzen reingerannt. Auf was? Gnitzen. Gnitzen? Das sind so kleine Mini-Stechfliegen. Fies. Ja, voll zum Kotzen. Und ich sehe aus, als hätte ich Masern so. Und es hat vor allem auch voll gekratzt und ich darf es dann nicht aufkratzen. Und das ist ganz schlimm. Also das ist für, du siehst, das ist, wenn ich in die Natur gehe, ist super. Fight. Aber trotzdem, ich bin viel zu selten da, aber es gibt diesen Ort. Und an diesem Ort sind auch Bauernhöfe und dann fährt man noch ein Stück weiter raus und noch mehr Bauernhöfe und dann habe ich eine Alpaka-Wanderung zum Geburtstag geschenkt bekommen und dann sammelt man so seinen Scheiß zusammen. Ja. Toll. Und so auch so, also ich meine, und dann dachten wir so, naja, irgendwie, also Ponys sind super, jetzt brauchen wir irgendwie noch so den Kick und haben noch Hühner an den Start gebracht. Ja, also tatsächlich. Aber wo war denn die Vogelspinne her? Das ist, ach Gott, wie heißt denn der Laden? Also, oh Gott, ganz, ganz schlecht von mir. Steht unter dem Video. Hier gibt es einen Typen in Berlin, ich glaube, war das Marzahn oder Treptow, weiß ich nicht, der züchtet. Und der vermietet aber auch Tiere für Film und Fernsehen und alles Mögliche, so Exoten halt. Okay. Und im Gegensatz zu vielen anderen geht der da sehr artgerecht ran. So, okay, ne? ich wollte gerade fragen. Genau, nee, das ist also, da macht auch nicht alles und auch nicht alle Viecher und so, der ist da mega im Check und lässt auch nicht jeden ran. Und das ist deswegen, ich habe auch, also auch den einen oder anderen Griff, der Typ war immer daneben. Und hat auch immer geguckt und wenn irgendein Gecko Stress hatte, dann war Schluss. Ja. Also so, das war, der war da, ich kenne mich ja nicht aus, so, ja. So zoologisch nicht so fit, aber der war da extrem konzentriert und wie gesagt, züchtet auch und alles aber auch in Maßen und ist sozusagen der Chef vom Dienst, wenn es darum geht, dass du mal für irgendeinen Film drehen eine Schlange baust. Und der hat uns dann netterweise auch ein, zwei Tierchen zur Verfügung gestellt und die hatten dann auch an dem Tag irgendwie Laune, Bock, das ja. zu machen. Und wir irgendwie auch. Ja, aber da tatsächlich auch, also da, ich meine, gut, der Typ war auch dabei und so, aber ich glaube, das einzig Stressige ist tatsächlich diese Vogelspinne gewesen, weil diese Härchen bei ganz vielen Leuten scheinbar zu Allergien oder Reaktionen führen. Ach echt? Genau. Okay. Also und bei den anderen Viechern muss ich sagen, ich habe total Respekt einfach vor denen. Und der hat mir aber die Regeln irgendwie erklärt. Und ich dachte, naja gut,
wenn es jetzt einen Fight gibt und ich die Regeln nicht beachtet habe, dann fair enough, dann ess mich halt auf, wenn ich den Scheiß jetzt schon mit dir mache. Aber was war das? War das eine Würgeschlange oder? Ja, die kann schon ganz schön zudrücken. Deswegen hatte ich die ja auch so am Kopf, so damit die irgendwie das, ne, so dann macht die keine Zicken, so hat man die unter Kontrolle. Ja, genau. Und eigentlich war sie entspannt, aber war schon so ein bisschen angespannt, so grundsätzlich. Also hatte so eine Grundspannung und so. Und dann habe ich gesagt, okay, also die ist das scheinbar, ich weiß nicht, ob die lernen können oder nicht, aber scheinbar war die so gewohnt, dass wenn man die so nimmt, war die, das Individuum, auch wieder entspannt. Mhm, okay, verstehe. Also die hatte das irgendwie scheinbar im Check. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sehe ich halt nicht aus wie Thelma Hayek, sondern dann sehe ich halt aus wie die verkrampfte Tante in ihrem Sweatshirt, die irgendwie die Schlange verzweifelt festhält. Aber wir beide haben uns dann auch, wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden, auch ich und sie. Also sowohl davor und danach, ich habe den Namen vergessen. Ich finde, die Kleine habe ich Zitroni genannt. Aber ja, die Gelbe. Halt, ja, die war süß. Die mochten wir uns auch. Ja. Nee, also wir kamen aufeinander klar, aber wir haben gegenseitig so unsere Limits respektiert. Und ja, ich glaube, das muss man bei so Viechern einfach, also gegenseitig, sie auch, auch meine. Na klar. So. Also sie hat mich nicht erwürgt, das fand ich nett. Total nett. Und bei Vogelspinnen, die beißen ja, ne? Die haben keinen Stachel, oder? Ich meine, die beißen. Keine Ahnung. Also vor allem haben die eben, wie gesagt, diese Härchen und die sind halt irgendwie kacke. Ich weiß nicht, ob die beißen oder stechen, aber ich habe keinen Stachel gesehen. Also ich fand die eigentlich also ziemlich putzig und das ist ja so gemein, weil die ist so wahnsinnig flauschig. Ja, ja, genau. Eigentlich ist da nichts dran, ne? Nee, aber sieht total süß aus. Man weiß halt, sie ist gefährlich. Genau, man weiß halt, du bist eventuell kurz mal stärker als ich. Ja, obwohl ich glaube, an so einer Vogelspinne muss man nicht, da gibt es wirklich viel schlimmere, giftige Spinnen. Stimmt, also wir hier mit unserem gemeinen Marienkäfer haben auf jeden Fall nicht so. Der einzige Stress ist, dass einem mal eine Wespe in den Latte Macchiato fliegt, dann ist es auf jeden Fall Luxus. Also das ist, das weiß ich schon auch zu schätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das, ohne Mist. Mein Bruder war auch eine Zeit lang in Australien irgendwie zum Studieren und der hatte auch die eine oder andere Anekdote mitgebracht, wo ich dachte, okay, Alter, ich bin einfach viel zu weich gespült für den Scheiß, Mann. Wenn du mich in der Natur aussetzt, sagst, so, jetzt mach mal Feuer, jetzt geh mal jagen. So, ich bin nach 5 Minuten verhungert und verdurstet und alles und erfroren und keine Chance. Großstadtkindheit. Ja, voll. Ja, voll. Ja, wir hier in unserem Tempelhofer gut viel. Ey, apropos no Insects. Berliner Luft, was ist los? Jen, du machst mich fertig. Du hast das Zeug angeschleppt. Ja. Ich war fest entschlossen, nüchtern zu sein. Ja, ich früh raus. Ja, ich auch. Und wer fragte nach der Weißweinschorle? Didi. Kling. Ist ja Sommer. Genau. Ja, wir trinken. Ach, Leute, wir trinken mit Bedacht. Ja, ja, aber wirklich. Also wir haben noch nicht mal die halbe Flasche leer. Das ist dieses Erwachsenwerden von. Also man muss aber dazu sagen, entschuldigt Leute, sind aber Flachmänner, ja. Ja, also, das sind die Kleinen. Wir haben noch nicht mal die halbe Flasche leer. Nee, wir nippen. Das ist wie so ein Likörchen. So zwei Damen treffen sich und trinken Likörchen. Ja, genau. Zwei Damen höheren Alters. Katzenzungen. Ja, ja. Oh Gott, ja, so Dominosteine. Oh. Das ganze Programm. So, ich zettle mich mal zurecht auf meinen Zetteln. Bevor du den Mitsing-Part im Song startest, hast du noch zwei Abschnitte. Die letzte Kneipe hisst verzweifelt ihre weiße Fahne. Doch auf dem Tresen trage ich jetzt den letzten Schein zu Grabe. Schluss ist nämlich erst, wenn ich mein Hirn zerkleinert habe. Bis nichts mehr übrig ist. Weil jetzt ist Feierabend. Reiß alles ein und mach einen Bungee-Jump am Seidenfaden. Lass meinen Sarg von Kainor Hasen und Til Schweiger tragen. Die Engel singen für mich in 3 Oktaven Firestarter. Der letzte geht auf mich. Und jetzt ist Feierabend. In den Zeilen finden wir eine Referenz zu The Prodigy. Mhm. Ist das Musik, die du früher gehört hast? Pass mal auf, das ist mein erstes Album, was ich mir selber gekauft. No joke. Ja, Music for the Generation. Music for the Generation. Richtig. Habe ich drauf gespart, bin ich damals zu WOM gegangen und habe mir diese WOM CD gekauft. Mein erstes selbst gekauftes Album. Ich habe Rotz und Wasser geheult vor ein paar Monaten. Wieso? Natürlich. Genau. Also für Anmerkung der Redaktion,
der Sänger ist gestorben. Richtig. Und das war natürlich, das war für viele krass. Also durch meine Facebook-Timeline, das war ähnlich, also ähnlich Prince und David Bowie und alle möglichen. Ja, die waren das einfach war, so wichtig für so viel. Ja. Aber mal unabhängig, also ich habe vor allem geheult und es ist ein sehr egoistischer Grund, aber ich habe es nie geschafft, auf ein Konzert von denen zu gehen. Oh nein. Die letzten Male, also die ganzen letzten Jahre, wenn die mal in Berlin waren, was ja, ja wirklich selten war, ja, habe ich selber gespielt. Oder generell in Deutschland. Ich wäre ja auch gereist. Ich war einfach immer selber auf der Bühne. Ach, krass. Ich habe es nicht geschafft, diese Band live zu sehen. Mm. Das ist und echt das ärgerlich. War mein erstes selbst gekauftes Album. Es ist geil. Also auch da, ich freue mich, wer da war. Und wenn ihr so, also es ist ja, ne, die einen verfluchen es, die anderen lieben es. Viele gucken ja Konzerte nur noch durch Handys. So. Falls irgendjemand ganz tolle Konzertmomente hat, teilt sie mit ja, mir. Teilt sie bitte mit Jen. Dabei. Teilt sie bitte mit Jen. Ich war nicht dabei. Und ich möchte euch an dieser Stelle den Rat geben. Schiebt es nicht vor euch her, wenn ihr irgendjemand live sehen wollt. Geht hin, ey. Wir rutschen, wir können alle morgen einfach auf der Seife ausrutschen. Dann ist Ende Gelände. Ende Gelände. Ja, tatsächlich kann ich das nur bestätigen. Ich habe zum Beispiel zweimal, auch wenn es nicht mehr the original Besetzung ist, nur noch die Hälfte der Besetzung, ich habe zweimal The Who live gesehen. Oh. Weil mir das sehr am Herzen lag, weil ich die sehr hart feiere. Und ich habe auch einmal Brian Wilson live gesehen, der Typ von den Beach Boys, der quasi irgendwann entschieden hat, dass er lieber im Studio sitzt und Songs schreibt und arrangiert und produziert und nicht mehr mit auf die Bühne geht. Und ich fand halt seine Smile-Platte total großartig und habe halt sowieso, also Beach Boys jetzt nicht so krass, aber halt so seine Arbeit abgefeiert. Und den habe ich auch live gesehen, das war allerdings eher ein bisschen ernüchternd. Mhm. Ich revidiere nochmal, überlegt euch vorher gut, wen ihr live sehen wollt. Ja, aber ne, auch zu Paul McCartney und sowas bin ich dann natürlich gegangen. Und das, da habe ich ehrlich gesagt weniger erwartet, als es war dann schon ziemlich großartig. Da hatte ich echt einen richtig guten Abend. Das war toll. Also das sehe ich genauso, so gerade Phil Collins zum Beispiel. Da war drauf er steht. Gerade da. Ja, ich weiß genau. So Sachen sollte man auf jeden Fall. Alles, ja, alles einfach immer. Nicht prokrastinieren. So ihr generell seht, nicht. Musiker, wenn sie langlebig sind, ist immer die Frage, wie. Also deswegen nicht prokrastinieren. Einfach Konzerte, also alles andere. Verschiebt die Steuer auf morgen und die Hausaufgaben, aber nicht das Konzert. Voll. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe The Prodigy nie live gesehen und das ist richtig kacke. Und weißt du, was auch kacke ist? Ich habe euch noch nie live gesehen. What? Einmal. Aber das war ja nur ein Gastauftritt, als Jennifer Rostock quasi. Jennifer Rostock das letzte der drei Abschiedskonzerte, da waren ja alle da. Ja. Genau, da war ich natürlich auch mit da gewesen. Und da habe ich euch einmal gesehen. Das war auf jeden Fall lustig. Aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft bis jetzt. Oder verpasst leider. Ich weiß. Wir spielen im Frühjahr wieder eine Tour und jetzt sind erstmal Festivals und so. Genau, jetzt sind erstmal Festivals, Platte, Festivals und im Frühjahr gibt es wieder eine Tour. Mhm. Und da bin ich auf jeden Fall in der ersten Reihe mit dabei. Du bist herzlich eingeladen. Oh, ich freue mich schon sehr. Was hörst du denn heute so? Was ich heute so höre? Ja. Außer Chartmusik natürlich. Ja, richtig. Vorzugsweise. Ich weiß gar nicht, worüber ich gerade lache, weil ich wirklich gar keine Ahnung habe, was in den Charts ist. Doch, ich weiß, dass Fatoni gerade auf 9 gechartet ist mit seinem Album. Das Congratulations, ist Bro. Freue ich mich sehr. Da habe ich nämlich gestern auch meine Limited Edition Vinyl abgeholt. Mega. Ja, transparent. Ja, durchsichtig. Ich habe mal gehört, dass es nicht so gut klingt, wenn man Platten färben lässt, aber ich glaube, das ist so ein Nerd-Scheiß. Unsere ist trotzdem schwarz. Finde ich einfach geiler. Aber ganz klassisch. Ja, genau. Ja, ganz klassisch. Bei uns gibt es schwarzes Vinyl. Mega. Genau. Aber ja, der ist jetzt, genau, den höre ich gerade entsprechend. Es bringen gerade so viele Leute so tolle Sachen raus. Irgendwie Mina hat ja auch gerade ein Album rausgebracht. War ja auch bei mir zu Gast. Ach, echt? Ja. Die Mina. Ja. Es war wirklich auch ein sehr schönes Interview. Ja, die sagt schöne Sachen. Die ja, kann die ja sagt, auch richtig denken und so. Ja, die kann richtig, das war ja richtig denken. War ein sehr gutes Interview, weil wir auch beide ungefähr so unsere Lebensaufgabe ist so Selbstoptimierung. Ja. Also von ihr, von mir. Und deswegen, deswegen hatte ich auch so Bock, mit ihr ein Interview zu führen, weil ich halt auch so das Gefühl hatte, wir sind so auf einer Welle, wir reden so eine Sprache und es geht so um gleiche Dinge. Mhm. Und deswegen war es dann natürlich auch ein super Gespräch, weil es tatsächlich irgendwie auch hinhaute, genauso wie ich mir das
wie ich das vermutet hatte. Jetzt, wo du sagst, also ich möchte an dieser Stelle auch mal erwähnen, wir kennen uns ja auch schon ein Weilchen. Ja? Wir kennen uns ein bisschen. Genau, tatsächlich, ja, stimmt. Das ist eine wahrscheinlich, also so eine Gemeinsamkeit, die ihr da habt. Ja. Ich bin ja eher der Typ Selbstreduzierung. Aber ja, nee, das finde ich tatsächlich auch bei Mine ganz, ganz bewundernswert, wie diese Mischung aus Feuer und Ehrgeiz und trotzdem Intellekt, weil oft ist es ja so, dass so schlaue Menschen, die denken können, ne, dass mir persönlich manchmal so ein bisschen so dieses intuitive, feurige, brennende, ne, so dass es Kopfmenschen sind ja nicht selten gediegen oder kontrolliert oder bedacht. Ja, ne? Also ja, auch genau. Völlig wertfrei. Ja, ja, also, ne? Genau. Das ist ja eben auch, da oft, so oft liegt ja darin auch eine Ruhe und eine Kraft und so, ja. Und bewundere ich auch oft sehr. Also so Stoiker irgendwie, Stoiker. Finde ich auch immer wieder so, denke ich so, wow, ey, du fällst in der Brandung. Ja. Und, genau wie bei extrem temperamentvollen Leuten, wo ich denke, so, ja, man schmeißt die Pfanne, ich will das Klirren hören und so. Aber selten ist es so, dass das beides zusammentrifft. Ne? So, und ich finde, Mine bringt das mit. Die hat einerseits eben so total diese Leidenschaft, dieses Feuer und manchmal brettern auch Sachen aus ihr raus, wo ich denke, so, wow, Emo, krass. So. Ja. Und andererseits ist die aber so wahnsinnig schlau und tiefgründig. Und das habe ich selten erlebt, dass diese beiden Welten so vereint werden. Das macht aber, glaube ich, auch ihre Kunst. Und ich finde in ihrem Fall, von Kunst zu reden, absolut richtig. Absolut richtig. Macht das wahrscheinlich auch so unique und so einzigartig. Total. Irgendwie. Also genau that's, also genau das, um das ging es da auch. Mhm. Und das, da ging es auch darum, dass wir haben uns auch darüber unterhalten, dass ob es zu verkopft ist oder ob es oder ganz im Gegenteil. Weil ich habe das nämlich auch anders gesehen. Ich fand es auch, dass es wenig verkopft ist und eigentlich sehr intuitiv und sehr emotional, ihre Musik sehr emotional. Ja. Und sie sagte dann eben auch, dass sie über musikalisch oder generell sich einfach überhaupt gar keine Grenzen steckt und auch überhaupt sich in nichts einsortiert selber und auch nichts in nichts einsortieren lässt, was dann natürlich auch irgendwie so viel zulässt. Und sie entscheidet selber irgendwie, was dann irgendwie in so eine Produktion kommt oder wie ein Song dann irgendwie auch klingt und ja, so. Sie ist oder total produziert. Sie produziert ja auch selber. Ja, ja, genau. Also und das finde ich, und das ist, glaube ich, das macht es halt irgendwie ja, so. Sie hat auch eindeutig keine Grenzen nach unten, weil wir haben ja auch einen Song mit ihr zusammen auf ihrer Platte. Ja, ich weiß. Und zwar keinen schlechten. Ja, der gute Gegner, das ist echt schön. Genau, den fand ich auch thematisch sensationell. Da ging es auch um den inneren Kritiker, wenn ich das so für mich. Also so habe ich das zumindest für mich verstanden. Und das fand ich auch sensationell, weil wer kennt ihn nicht? Ja. Gerade als, also da musst du nicht mal Künstler für sein. Der Feind im Spiegel. Ja, das hat, glaube ich, jeder, und das ist irgendwie auf jeden möglicher Ebene, kannst du diesen Typen haben, der sich halt. Das ist auch ganz witzig. Mal diese kurz. Typin, ja, in dem Fall. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, aber ich habe mal festgestellt, dass wenn ich über mich rede, rede ich nicht über mich als Körper-Ich, sondern irgendwas, was so in mir drin ist. Das ist ganz komisch. Und ich habe dann so manchmal, also das habe ich irgendwie irgendwann mal festgestellt, dass das nicht irgendwie das ist, was ich da so sehe, sondern nochmal irgendwie was anderes. Mhm. Krass. Ist vielleicht jetzt auch random, nee, aber... Nee, überhaupt nicht. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Worüber rede ich eigentlich, wenn ich über mich rede? Ja, genau. Das ist so dieses, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, wenn ich über mich rede, geht es nicht um das hier. Ja. Sondern irgendwas... Irgendwas anderes. Irgendwas anderes, was irgendwie drin ist. Also ne, wahrscheinlich kannst du es jetzt irgendwie Seele oder wie Kern oder inneres Leuchten... Darm, Wurmfurchtsatz. Ja, richtig. So, sucht euch was aus. Ja. Kann man irgendwie wie auch immer nennen. Aber das ist so ein, das, also so ein Gefühl, was ich dazu habe. Ist mir tatsächlich vor ein paar Wochen ist mir das mal aufgefallen. Da dachte ich so, das ist aber interessant eigentlich. So, dass man gefühlt aus mehreren Schichten oder mehreren, wie auch immer, besteht. Elementen. Ja, klar. Ah, Philosophie. Ach Gott, ja. Es wird auch ein bisschen, wir kommen jetzt mal langsam zu Ende, weil es wird auch relativ warm hier im Studio. Wir haben die Fenster geschlossen und die Gardinen zugezogen. Richtig. Trinken noch einen Schluck. Trinken noch einen Schluck, damit der Atem... Das ist jetzt hier Konfetti, weil es ja Abschluss und Sommerloch, Pause. Und Sommerloch.
richtig. So. Oh, Kinder. Wir haben jetzt natürlich morgen nicht, wir haben leider, wir haben jetzt leider natürlich nicht rausgefunden, was du heutzutage hörst, aber. Ach so, ja, na, pass auf, ich habe vor unseren Konzerten, wenn wir selber Konzerte spielen, nicht auf Festivals, da läuft auch immer ein bisschen Musik und das ist in der Regel, wenn nicht irgendein Haus-DJ oder ich meinen Kram verpasst habe, ist das meistens eine Playlist von mir. Und die könnte ich ja. Ist ja jetzt auch hier, ne? Spotify sind wir da auch gerade unter anderem, oder? Ja. Ja, super. Dann packe ich die doch einfach mal bei uns aufs Profil online. Genau. Da kann man dann mal hören, was ich so höre. Super, dann geht einfach zu Großstadtgeflüster aufs Profil und dann gibt es oben. Geil, unsere erste Playlist. Gibt es oben die Playlist angezeigt. Und dann könnt ihr mal gucken, was Großstadtgeflüster so hört. Das ist voll super, weil das ich glaube, super. Die andere Playlist, die ist schon etwas veraltet. Das ist jetzt auch mal ein guter Grund, die aufzufrischen. Auch mal aufzufrischen. Genau. Super. Hast jetzt eine Woche Zeit. Geil, eine Woche? Mhm. Ah, nächsten super. Montag. Also für euch jetzt. Ja, genau, na klar. Für uns in einer Woche. Ja, richtig. Wir haben wieder mal das Raumzeitkontinuum gesprengt. Mal wieder gesprengt. Richtig. Ihr wart im Frühjahr auf Tour, das hast du ja schon erzählt. Auf der, da kann ja jeder kommen, Tour. Ich feiere es einfach so hart. Ich feiere es einfach so hart ab. Ich bin halt auch einfach so, also ich meine, ich sage es, glaube ich, in jedem Podcast wieder, aber ich bin halt so ein Lyric-Freak. Und ich feiere das einfach, wenn jemand nur so eine geilen Bretter halt rausballert. Diese dummen Wortspiele. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem Bekannten oder einem Freund, der auch in der Branche tätig ist, allerdings auf der anderen Seite. Und der saß halt da und meinte noch so, naja, diese Wortspielereien und so machen wir ja alle ständig. Aber ey, man kann doch sein Album nicht so nennen oder einen Song draus machen oder so. Und wir so, lö. Like what? Doch. Unbedingt. Mann, voll witzig. Macht voll Spaß. Du hast das nicht verstanden. Ja, genau. Unser Album heißt übrigens Trips und Ticks. Ja, und natürlich. Am 16.8. Ja. Tag doppelt so viel wie Monat. Mhm. Trips und Ticks. Und natürlich habe ich es erstmal falsch gelesen. Mhm. Ich habe natürlich erstmal Tipps und Tricks gelesen. Und dachte aber, auch, ich fand das auch schon funny. Mhm. Tipps und Tricks. Ja. Weil ich dachte so geil, Großgeflüster, Tipps und auch Tricks. Auch nice. Und dann habe ich es nochmal richtig gelesen und dann so Trips und Tipps. Und dann dachte ich, oh nein, es ist einfach, es ist viel zu schlau. Ja. Es ist auch sehr, sehr schlau, was ich immer. Jeder Suchmaschinenoptimierer genau. Versinkt mit seinem Gesicht in Händen und denkt, Leute, ganz ehrlich, also auch da wieder, ne, also es gibt ja dann so ökonomische Tipps und Tricks, ja, und Schemata, wo man sagt, so, das macht total Sinn, wenn man Geld verdienen will und so, dass man das so macht. Ja. Und wir haben es einfach genau nicht so gemacht. Und es fühlt sich gut an. Ah, sensationell. Ah ja, das war die Tour, wo ihr in der ausverkauften Columbia-Halle auch gespielt habt, richtig. Ne? Völlig krank. Und es kann auch nicht alles meine Mutter gewesen sein. Also es waren einfach zu viele. Voll geil. Mega gut. Aber du hast dich krass verletzt beim Konzert, war das nicht? Das hast du doch geschrieben. Ja, richtig. Also übelst scheiße. Also die Urverletzung war wahrscheinlich letztes Jahr auf dem Juicy Beats, auf dem Festival. Und was da passiert? Ich bin gesprungen. Und das war eigentlich eine schöne Geschichte, weil das gab einen Heiratsantrag bei uns auf der Bühne. Sie hat einen ihn gefragt und er hat ja gesagt. Und mega. Ich habe mich mega gefreut und bin gesprungen. Und das war wahnsinniger Kabelsalat auf der Bühne. Und ich bin irgendwie doof gelandet. Und dann hat sich mein Knie einfach in 3 Einzelteile verteilt. Nein. So, das war Phase 1 und dann irgendwie am nächsten Tag auch noch ein anderes Festival gespielt, Eier mit Speck. Mega-Festival übrigens, Eier mit Speck, ich liebe es. Aha. Und irgendwie, ach, und Krankenhaus und hast du nicht gesehen und dann irgendwie... Wie hast du denn das Festival überlebt? Diesem Knie? Das war wahrscheinlich noch so ein bisschen Adrenalin, weil ich war danach so hier Sunny und so, sind ja dann auch alle auf mich losgestürmt und ich so, mir geht schon und dann... war auf jeden Fall schon geschwollen und dann meint er, ja, wenn es irgendwie nachts wehtut oder so, dann in die Notaufnahme. Ich so, ja, ach, und ich habe ja mein Leben lang schon mir die Knöchel zerschossen und Bänderrisse. Es liegt, Bänder ist... Ja, ich wollte gerade sagen. Die sind kacke, also ich bin auf jeden Fall super gelenkig, aber habe halt auch nicht so richtig Halt. Ja, ja. Also, so, das war dann auch das Ende meiner Leistungssportkarriere. Wann war denn der Anfang? Gab's nicht. Aber ich hätte eine werden können, aber klar. So nicht. Also jeder kann ja, man muss es nur wollen. Ne? Genau. Das haben wir ja gelernt.
Wenn du es nicht genug gewollt hast, dann, nee, hat's anders auch nicht geklappt. Dann hat's auch nicht, dann hat's auch nicht geklappt, genau. Nee, auf jeden Fall war ich so ein bisschen verletzungserprobt, aber noch nicht Knie. Und ja, dachte so, ja, ach klar, komm, wird schon irgendwie doof. Dann bin ich nachts aufgewacht und dachte, ich will sterben! Oh nein. Bin am nächsten Tag in die Notaufnahme und die waren alle echt irgendwie nett, aber kacke, halt so Notaufnahmen, scheiße und so. Und dann bist du als Künstler, bist ja freiwillig versichert, du bist selbstständig. Und dann musst du dir erstmal erklären, dass es kein Arbeitsunfall war und dieser ganze Büro-Hack-Mack und ich wollte aufs nächste Festival. Und dann haben sie mir dort Krücken gegeben und Schmerzmittel. Und Thrombosespritzen, die ich mir selber setzen musste, so voll, so echt, ey, so Tom Cruise-mäßig, Adrenalin ins Herz und so. Boah. Nee, okay, in die Bauchfalte. Aber es war voll krass. Also ich war in der Apotheke und sie, ja, ich dachte, sie zeigen mir das jetzt. Sie so, nee, darf sie nicht. Ich so, wie? Und dann meinst du, ja, müssen sie selber machen. Ich so, ey, kann doch jetzt nicht mich hier zerfleischen. Und man weiß ja nicht, wie man sich eine Spritze ja, hinlegt, sie hat mir das dann halt gezeigt, so hat irgendwie so meine Schwarte eingeklemmt und wie ich die Spritze, und dann muss sie so senkrecht rein. Das war so, wow, shit. Und dann habe ich mir so 2 Wochen lang Thrombosespritze selber gesetzt. Und ich glaube, die letzte war dann entspannt. So. Aber ich habe auf jeden Fall ja genug Bauchpolster, dass das nicht so schlimm ist. Ich dachte, ey, wenn ich jetzt so ein Waschbrettbauch hätte oder am Oberschenkel oder so, so in den Muskel direkt? Boah, nee, au. Panik. Also ja, das ist, halt, ist ja alles weich und nachgiebig und so, weil es geht ja. Naja, also auf jeden Fall Phase 1 und ich so voll diszipliniert. Ich so, ja, ich bin ja jetzt Profi, ne, und so. Und dann gehe ich nach diesen Festivals, wir haben im Frühjahr eine Tour gebucht, irgendwie nochmal in Berlin zum Orthopäden und check das nochmal. Und dann kann ich ja irgendwie, wenn es eine OP sein muss oder so, dann gleich machen, damit ich im Frühjahr wieder fit bin. Und der so, ja, nee, alles noch Meniskus in Ordnung. Und dann Training. Ich so, ja, geil, jetzt krieg ich, und da haben mir so einen Trainer gesucht und der hat mit mir irgendwie so Muskelaufbau gemacht, damit mir das Bein nicht abfällt und ich die Tour im Frühjahr spielen kann. Und ich war so, wow, hier krass, ey, voll wie Beyoncé und so richtig übelst übelst Pro und trainiert man, ey, Waschbrett ganz tief drin und so, alles klar. Ja, und dann sind wir auf Tour gegangen. Das war, glaube ich, das 3. oder 4. Konzert in Berlin. Da ist mir das Knie einfach direkt wieder auseinandergeflogen. Und ich so, ey, ich habe keinen Bock mehr. Und dann bin ich zu so einem geilen Arzt gegangen, der eigentlich so Profisportler zusammenfliegt. Weil ich habe irgendwie, dachte ich so, okay, ich bin ja echt, sie ist die Che Guevara, der gesagt hat so, nee, ey, ich bring meine Kinder nicht ins Krankenhaus. Ich muss genauso leiden wie alle anderen. Und so habe ich alles abgestreift, habe gesagt, nein, Mann, ich will einfach den krassesten. Ich mache jetzt Popstar-Bonus. Ja, ich will jetzt irgend so einen Profi haben. Und der hat halt irgendwie dann gecheckt und mich gleich zum MRT geschickt und ich habe halt kein Kreuzband mehr. Also das vordere Kreuzband ist halt komplett Schrott. Und damit renne ich aber scheinbar schon eine Weile rum. Ja, I don't know. Also das renne ich schon eine Weile mit rum. Und ich kriege im November ein neues. Ja. Da freue ich mich für dich. Und das ist in Berlin dann nur im 3. Song. Ich so, ja, Heimspiel, weißt du, Mama da, Bruder da, Management da, Freunde alle da irgendwie in Hass. Viel mehr Leute, als ich wusste gar nicht, dass es so viele Menschen gibt, ja, so auf der Welt. Als Misanthrop, natürlich. Viel zu krass, ich war so echt, das hab's überhaupt nicht gecheckt so und dachte, das muss eine Verwechslung sein. Ihr seid alle bei falschen Konzert. Das ist, irgendwas stimmt hier nicht. Und es war dann, glaube ich, der 3. Song oder so. Aber war dann doch schon am Anfang? Es ist einfach direkt daraus, das ist einfach wieder alles zerlegt und auseinandergeflogen und alles scheiße. Und wie war, also ich war ja, wie gesagt, leider nicht beim Konzert dabei. Na, einfach weiter. Fabian, der war letzte Woche beim Podcast war, der war mit dabei. Der übrigens auch bei Feierabend, der hat ja uns da noch unter die Arme gegriffen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich finde es ja immer so ätzend, wenn Leute irgendwie, ne, er, so unter. Er hat in den höchsten Tönen von dir gesprochen. Gottchen. Und der hat mitgeschrieben hier bei Feierabend. Ach, geil. Der hat Reime delivered, weil wir irgendwie so ein paar Zeilen einfach, das war so Kröte, was wir gemacht haben. Wir so, ey, wer reimt denn geil? Wer reimt denn noch geiler als wir? Ja, ja, genau. Ja, ja, okay, wer ist es? Fabian, genau. Römer, der natürlich. Til Schweiger, hier von ihm. Ah, ja, Keiner Hasen, Til Schweiger. Ja, genau. Danke, Fabian, an dieser Stelle. Oder ich muss jetzt immer wenn ich Til Schweiger sehe, muss ich an dich denken. Das ist ja ganz geil, weil er hatte das irgendwie, er hatte euch im Speziellen auch dich angesprochen und dann musste ich mich auch zurückhalten, nicht sofort ins Mikrofon zu brüllen. Ja, die kommt beim nächsten Woche in den Podcast. Ja, nee, ich liebe den sehr. Der macht jetzt auch, ja, der bringt jetzt auch sein Album bald raus. Ja, ich durfte schon mal reinhören. Warst du bei der Listening Session ganz dabei? Ganz toll. Ja. Unter anderem. Ja. Wir spielen uns ja gegenseitig. Er kennt ja unsere Sachen auch schon. Ja, das hat er auch gesagt. Genau. Dass das ihr ist euch ja so alle 3 Monate mal im Studio richtig trifft. Und das ist auf jeden Fall, wir spielen uns dann immer gegenseitig vor und schmieren uns so nicht ums Maul. Aber sehr gut. Nee, ist auf jeden Fall ein Vertrauter. Also, aber Leute, jetzt wisst ihr auch, dass hier kein Scheiß geredet wird. Nee, das, was Fabian quasi letzte Woche erzählt hat, über
über eure Beziehung hast du jetzt nochmal bestätigt. Genau. Das ist so die Hin- und Rücküberweisung. Weißt du, bei PayPal geht es erst in die eine Richtung. Richtig, genau. It's all real. Ja. Der war da, genau, der war da in der Columbia-Halle. Ja, der war da. Und das ist ja also wahrscheinlich ein krasser Moment gewesen, weil es halt einfach ein krasses Konzert war wahrscheinlich, ne, wie du es auch gerade gesagt hast, so ja. Wie krass viele Leute. Ist es deine Favorite, also ist es deine Favorite-Tour-Erinnerung oder gibt es so ein paar Anekdoten oder irgendwie noch eine andere Anekdote, wo du sagst so, Alter, jedes Mal, wenn ich daran denke, zerfalte ich mich einfach vor Lachen, ja. Weil ich nicht mehr kann. Ach, da gibt es einige, also 16 ja. Jahre halt, ne? Und ich finde ja auch, also ich meine, mit der Größe und mit den vielen Leuten und so, ich weiß, ich check's ja immer noch nicht, muss ich ja sagen, ne? Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so die Wertung, weil ich habe, wenn ich ans Esso-Konzert zurückdenke, fällt mir halt auch irgendwie ganz viel geil ein. Und wenn ich ans Lido zurückdenke, fällt mir auch ganz viel geil ein. Und meine Lieblingsclubs in Deutschland sind und bleiben einfach Esso und Übel und Gefährlich. So, ja. Das ist einfach so, da gehe ich rein, auch wenn ich da zu anderen Konzerten gehe oder so. Da denken so, ja, Mann, hier bin ich zu Hause. Ja. Und ich glaube, ja, so Anekdoten gibt's voll viele. Und das sind aber, und wenn ich, also leider, vielleicht bin ich auch einfach zu zynisch, ja, aber dieses richtig krass geile Zeug, das sind eigentlich selten Anekdoten. Die Anekdoten sind ja eigentlich immer die Sachen, die schief gehen. Natürlich. Und die sind ja auch immer die witzigsten. Also die Momente, wo man sich am beschissensten fühlt, sind eigentlich die nachhaltigsten. Ja, ja? Also voll. Deswegen, das ist auch immer mittlerweile meine Motivation, durch so die grobe Scheiße durchzugehen, weil ich ganz genau weiß, irgendwann mal werde ich einfach darüber lachen, wie nichts Gutes, was es für lohnt einen sich Scheiß. Einfach für die Anekdote. Ja, genau. Und das sind dann die Bücher, die sich thing. Richtig krass yeah. verkaufen. Das sage ich immer, meine Worte. Ja. Darum geht's. Genau. Nee, also, ja, ich weiß nicht, wir hatten zum Beispiel im Esso haben wir gesagt, hey, komm, gönnen wir uns jetzt mal so einen richtig fetten Konfetti. Boah, shoot, ey, hier so Bombe, alles soll in weiß, weißt du, Florian Silbereisen-mäßig. Ja, ja. Mit so, weißt du, Rosenblätter. So, ja. Wow, alles voll. Ja, und die haben wir uns richtig gegönnt. So, es ist echt viel Geld dann auch gewesen, so, also für uns halt ja, ja. so, ne, und für so Größe. Haben wir gesagt, okay, stell mal richtig geilen Scheiß hin. Ja, und das gab halt nur diesen einen Schuss und der war dann halt so, ne, sollte halt toll sein und das war so. Und die rechte Seite war falsch eingestellt und in der linken hat der Stecker nicht gesteckt. Und das war halt so, ja, super. Genau. Und das war ein Riesenakt, an diesen Scheiß ranzukommen. Und wir haben uns fast noch geköpft, weil wir außerhalb von Berlin irgendwelche Scheiße besorgen und selber rausfahren und abholen und hin. Und also mein Gott, ey, so fast Bandtrennung, ja, wegen irgendwie so ein bisschen Rosenpapier-Scheiße irgendwie. Oh nein. Und ja, dann? Und dann war die eine Seite zu wenig Druck drauf und die andere, da hat der Stecker gar nicht gesteckt dann während der Show. Das war super. Mega. Oh, das war der Moment. Oh, und das meine ich, so eine Sache ja, bleiben. Das so ist leider bleiben. Das Beste einfach. Genau. So, im August am 16. um genau zu sein. Genau, 16.8. 16 ist das die doppelte Anzahl von 8. Genau. Geile Eselsbrücke. Genau. Kommt euer neues Album Trips und Ticks. Mhm. Nicht zu verwechseln mit Tipps und Tricks. Trips. Aber irgendwie auch das Gleiche. Ja, tatsächlich irgendwie auch das Gleiche. Trips und Ticks. Was erwartet uns? Wir haben vorhin schon gehört, dass es eventuell einen Song gibt, der Skalitzer Straße heißt. Mhm. Eventuell gibt es einen Song, der Nudel mit roter Soße heißt. Nee. Na gut, vielleicht auch einfach nicht. Was erwartet uns? Woran habt ihr geschraubt? Gibt's vielleicht mal wieder ein Feature? Ja. Und ja? Ja, zwei. Zwei? Wir haben zwei Features auf der Platte. Okay, lass uns so ein Ja-Nein. Können wir uns auf so ein Ja-Nein-Game einlassen? Warte mal, wann nächste Woche, ne? Vielleicht haben wir die Tracklist da ja sogar schon veröffentlicht. Und dann, haut ihr noch eine Single raus vorher? Mhm. Ja? Ja. Eine Single also warte mal, also naja, was ist Single? Also ein Song kommt noch vorm Album? Es wird vorm Album noch Songs, mehrere Songs zu hören geben. Aber so richtig so aber mit nicht so als Bild Release. Und so Video, da nee, also da mal gucken, nee. Also zum Album dann. Also es aber gibt wir sorgen Release dafür, dass es Futter gibt, sagen wir so. Wir warten jetzt nicht die ganze Zeit und stecken uns den Finger in die Nase und so. Und wir haben ja auch auf unserer Tour auch schon so
Snippet-CDs verschenkt. Ja, ah, ne? Cool. Weil ich finde es ganz schwierig, wenn das ich sage, so Leute, Idee. Bestellt mal irgendwie die Platte vor ja, und ja. so. Und dann kauft man so die Katze mit Sack und ja, im Sack ja. ist nichts drin. So, das wäre irgendwie doof. Ja. Also so, dass man schon so ein bisschen reinschnubbeln kann. Das, cool. Da sorgen wir für. Okay. Dadurch, dass bei uns aber ja immer alles nicht so richtig planmäßig läuft, will ich jetzt noch nicht zu viel versprechen. Aber es wird auf jeden Fall Stuff geben, dass sich alle wissen, worauf sie sich einlassen. Okay. Und das finde ich total super. Und bei den Features können wir einmal dieses Ratespiel spielen? Ne? Ja, es gibt ja, nein, Fragen. Mhm. Okay, ist es ein deutscher Künstler? Also sagen wir mal, es sind ja zwei Künstler, ne? Ist einer vielleicht männlich? Mhm. Ja, gut. Gehen wir jetzt mal bei dem männlichen Künstler weiter. Ist es ein deutscher Künstler? Mhm. Mhm. Und ist es eher so ein, Rap-Künstler? Mhm. Leute, ich mache das nur für euch hier, die guten Fragen stellen, damit wir hier weiterkommen. Okay, ist ein Rap-Künstler. Ist es jemand, von dem wir vielleicht in diesem Jahr schon was gehört haben? Dieses Jahr? Ich muss zurückrechnen, ich glaube nicht. Ich glaube, es war letztes Jahr. Sorry, Leute, müsst ihr euch noch ein bisschen. Und die zweite Künstlerperson. ist sie oder er auch ein deutschsprachiger Künstler/in? Hm. Ja. Das war eine interessante Antwort. Und auch so ein bisschen Rap-lastig? Nee. Ah, Pop? Nee. Rock? Nein. Elektro? Am ehesten? Interessant. Ah, ich habe eine Idee, aber ich sag nichts. Ich erzähl's dir nachher. Ja, okay. Okay. Ich sag euch dann, wenn ihr mir schreibt, sage ich euch Bescheid, ob ich recht hatte. Geil. Oder so. Richtig. Okay, es gibt zwei Feature auf der Platte. Wie viele Tracks? Komm. Inklusive wie heißen die Skits? Genau, inklusive Skits sind 15. Also ich glaube, cool. Wobei ich muss sagen, dass es Menschen gab, die behauptet haben, dass das, was wir Skits nennen, dass sie das Songs nennen würden. Aber hey. Okay. Also 15. So richtig Oldschool-Album. Geil. Mhm. Und auch mit Neue Freunde ist wahrscheinlich mit drauf. Genau, Feierabend, Neue Freunde ist drauf. Cool. Genau. Ja. Okay, also ich würde mal sagen, ich freue mich sehr auf eure Platte, die am 16.8. überall erhältlich ist, aber jetzt schon vorbestellbar ist. Richtig, wir haben diesmal sogar hier Box. So Deluxe-Box habe ich gesehen. Genau, ja. Deluxe-Box, Super Deluxe. Super Deluxe. Nudeln mit roter Soße, ich sag nur. Ey, pass auf. Also Box. Mit Rezeptbuch oder was? Box, Vinyl haben wir, CD haben wir. Und wir haben ja auch so Partner mit Merch und so weiter. Also wir schnüren ja auch so irgendwie noch so ein paar Pakete zusammen. Und believe me, Leute, wir tun wirklich alles dafür, alles immer so preiswert wie möglich irgendwie rauszuballern, ohne dass ihr Bullshit an die Backe bekommt. So. Also ja, es wird einiges geben. Ansonsten für alle anderen auch natürlich Spotify und die ganzen anderen Streamingdienste. Oder ey, brennt euch doch einfach die CD von einem Kumpel, ist auch in Ordnung. Kommt dafür auf ein Konzert. Kommt dafür einfach auf ein Konzert. Richtig. Oder auch lasst es, könnt auch, brennt einfach so. Ist mir egal. Schickt ihr, kommentiert doch einfach den nächsten Großstadtgeflüster-Post mit einem Herz. Oh ja. Herzen. Jen, I cannot wait. Ich freue mich ganz krass auf euer Album. Ich glaube, ich werde vor Freude gleichzeitig lachen, weinen, tanzen und headbangen. Yay. Bin noch nicht sicher. Aber 16.8. Leute, bis dahin könnt ihr die Songs, die alle schon draußen sind, nochmal ununterbrochen durchhören, auf Festivals gehen und vor allen Dingen auch schon mal vorbestellen. Wer es nicht macht, ist, glaube ich, ein bisschen lebensmüde. Also, sorry, aber... Danke, dass du da warst, Jen. Danke, dass ihr bei der ersten Staffel vom Behind the Lyrics Podcast dabei wart. Jetzt genießt alle euren Sommer und lasst die Beine baumeln. Bis zur nächsten Staffel. Tschüss. Küsschen rechts, Küsschen links. Eure Kali a priori. Cut! Stüsschen! Stüsschen! Pionk.